So, liebe Leute, bevor es losgeht, wollte ich mich noch mal kurz hier einschalten. Wir lieben ja Audiokommentare und die nächste Folge, also die 124, soll unsere Vorschau zu Essen sein. Wir würden uns super freuen, wenn ihr uns einen Audiokommentar schickt und uns euer heiß erwartetes Spiel nennt. Bitte nur ein Spiel, die Sendung soll nicht übermäßig lang werden, haha. Nein, schickt uns einfach Audio-Kommentare, nehmt einfach euer Handy in die Hand, sprecht das irgendwo ein und dann schickt uns das an info@bretterwisser.de oder an arne@bretterwisser.de, kommt beides bei mir an, ich baue das dann in die Sendung ein und ja, nun entlasse ich euch in die normale Sendung. Viel Spaß dabei, tschüss! Oder drei, du musst dich entscheiden, drei Felder sind frei. Flop, flop, das heißt Stopp, nur noch einen Hopp, dann bleibt es dabei. Willst du bei diesem Spiel gewinnen, musst du viele Bälle bringen. Eins, zwei oder drei, du musst dich entscheiden, drei Felder sind frei. Flop, flop, das heißt Stopp, nur noch einen Hopp, dann bleibt es dabei. Hallo und herzlich willkommen bei 1, 2 oder 3, 123, der 123. Folge der Bretterwisser. Die Bretterwisser, das sind der Arne. Moin. Tag. Der Matthias. Morgen. Ich frage mich gerade, ob der Arne dann in der 321. Sendung irgendeinen alten eBay-Werbetrailer rausholt. Oh wei. Und ich bin der René. Jetzt kriegen wir bei YouTube-Probleme wahrscheinlich. Der immer noch ploppen kann. Klar kann man ploppen. Aber ich erinnere mich eher an Biggie Lechtermann. Michael Schanze hatte ich nicht so auf dem Schirm bei 1, 2, 3. Ja, du bist halt noch jung und knackig. Soll ich noch auf den Knopf drücken? Nein, ich mach's jetzt nicht. Biggie Lechtermann hätte ich jetzt auch vorbereitet noch gehabt. Ja, reicht. Aber ihr wollt. Das kannst du ja am Ende spielen. Damit gehen wir in den Rückblick, genau. Das hebe ich mir auf. Da heißt es denn nicht 1, 2 oder 3, sondern 0, 2 oder 3. Nee. Aber Arne, das kannst du auch bestimmt in der 123. Folge deines neuen Podcasts machen. Ja, da sind wir denn ja irgendwie auch 10 Folgen pro Jahr. Boah, 2028 werde ich das denn tun. Die muss ich mir noch aufheben, das MP3 dann. Vor allem, ich frage mich gerade, welchen Film du da zeigen möchtest, weil also ich habe noch nie irgendwelche Kriegsgefühle gekriegt beim Gucken von irgendwelchen, also beim Gucken von 1, 2 oder 3. Ja, 0815 gab es als Kriegsfilm, aber das, ja. Ich muss mal hier Shameless Self-Plug machen. Mein Alpha-Mike-Podcast ist jetzt tatsächlich mit der Folge 1 gestartet, also ganz offiziell jetzt, also nicht irgendwie Pilot oder sowas, sondern wir sind jetzt gestartet zusammen mit dem Markus, auch Hörer, schöne Grüße. Genau, wir haben uns natürlich einen modernen Klassiker vorgenommen, Soldat James Ryan, hatten auch so ein bisschen kontroverse Meinung dazu, so im Rückblick. Wie er in der Erinnerung war und wie er heute wirkt, hört da mal rein. alphamike-podcast.de. So, das war's mit den unanständigen Themen. Kommen wir zu was Positivem. Was? Ja, Essen wirft ja mal wieder seine Schatten voraus und da hat sich jetzt für uns auch eine Änderung ergeben. Denn wir sind jetzt nicht mehr Untermieter beim Verlag von Frosted Games, so wie es die letzten Jahre immer war. Sondern jetzt sind wir woanders zur Untermiete. Mietnomaden zwar, könnte man uns auch nennen. Genau. Und zwar hat das Beeple-Netzwerk einen eigenen Stand. Uns wurde ein Stand angeboten. Also der März-Verlag hat uns die Möglichkeit gegeben, dass wir einen Stand bekommen. Sag was lieber so. Genau. Dort haben wir halt den Stand und dort werden wir jetzt öfters zu finden sein und dort werden wir auch unsere täglichen Aufnahmen machen. Also, zu denen wir uns sehr freuen würden, wenn ihr dabei sein möchtet. Wir drücken euch auch gerne mal kurz das Mikro in die Hand, wenn ihr uns irgendwie was erzählen wollt. Oder wenn ihr einfach eure Fragen vor Ort vielleicht irgendwie ins Mikro sprechen wollt für irgendwelche zukünftigen Sendungen. Ja. Aber falls ihr uns halt irgendwo sucht, halt nicht mehr
beim Matthias am Stand, sondern jetzt sind wir bei Bibel zu finden. Da werden wir uns auch so ab und zu mal aufhalten. Da wird es noch Aktionen zu geben, da gibt es noch öffentliche Ankündigungen zu geben, aber das nur schon mal vorab. Naja, einen großen, vielleicht das Rückgrat des Standes oder sowas, können wir ja schon ankündigen, oder? Bodypad. Das können wir machen. Wir haben uns da überlegt, dass wir stellen, also dass manche Bibelmitglieder auch durchaus inselbegabt sind und in manchen Spielen besser sind wie andere, meinen Sie? Behaupten Sie, genau. Und wir haben dort uns ausgedacht, dass wir eine Aktion starten und die heißt Schlag den Geek. Dort tragen sich, ich weiß jetzt nicht, wie die Tabelle aussieht, aber es gibt dort, jeder trägt sich irgendwie ein, zu einer bestimmten Zeit ein Spiel auf den Tisch zu bringen, also verschiedene Bibelmitglieder, nicht nur wir. Und dann könnt ihr gegen uns spielen und wenn ihr gewinnt, kommt ihr in einen Lostopf, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, ne? So war doch jetzt der Stand. Ja. Und ihr bekommt, habt die Chance, einen richtig coolen Preis, immateriellen Preis abzugreifen. Die können wir, glaube ich, auch bekannt geben, oder? Steht doch. Der ist schon bekannt gegeben worden, also wir können es auch mit bekannt geben, ja. Genau. Der Nico von den Brettagogen, von der Konkurrenz, hat da. Nein. Von der Konkurrenz. Der Kollege. Der Konkurrent Nico von den Brettagogen. hat dort mit dem Clemens Franz ausgehandelt, dass der Gewinner auf eine Karte in einer Agricola, was, Erweiterung? Moorbauern? Ja, also auf einer Karte halt. Oder in irgendeinem der zukünftigen Sets. Genau, in einer verewigt wird. Finde ich eine coole Sache, hat nicht jeder. Genau. Geil gemacht, Nico. Ja, ich weiß nicht, was er davor opfern musste, aber. Den Hund. Den Hund? Ja, also ja. Das ist so ein bisschen Rückgrat des Standkonzeptes. Wir haben uns da jetzt nicht so viel, aber das müssen wir jetzt hier nicht alles breit treten. Da werden wir auf jeden Fall nochmal auch kurz vorerst nochmal genauer berichten, was wir da anbieten, was wir da tun werden. Aber auf jeden Fall, dort sind wir dann zu finden, auch außerhalb unseres Podcasts werden wir ab und zu dort verweilen und sind dann gerne bereit, euch dort zu empfangen. Ja, ich hänge da im Moment noch so ein bisschen in der Luft. Ich kann noch nicht so genau sagen, ob und wie ich in Essen sein werde, aber das hat berufliche Gründe. Gut. Ich habe letzte Woche die Kündigung eingereicht, so. Bei dem Bretterwisser. Nein! Nein! Nachdem oder Matthias das jetzt übernommen hat. Zwei Drittel jubelt jetzt wahrscheinlich oder sowas. Ja, nachdem es ja Matthias Podcast nur noch ist, hast du schon mal gekündigt. Ja. Ich hab das Quartalsende verpasst. Ja, siehst du, ich hab's. Nee, das Quartalsende ist jetzt im September. Aber hast die 4 Wochen fast verpasst. 4 Wochen Frist. Ja. Verdammt. Okay. Kommen wir zum nächsten Punkt. Gewinnspiele. Gewinne, Gewinne, Gewinne. Genau. Wie hieß er doch gleich? Oh, ich habe den Namen schon. Martin. Der Martin hat ja gesagt, wir können ein Gewinnspiel machen. Wir werden einfach zum 3. Oktober ein Gewinnspiel starten und dort einen Wendepunkte dieses Spiel rund um die DDR, oder nicht rund um die DDR, sondern um die Wende verlosen. Wie das Gewinnspiel aussehen wird, wissen wir noch nicht. Matthias hat gerade den Auftrag gekriegt, sich eins auszudenken, nachdem ja auch viele Hörer schon gefragt haben, wann gibt es mal wieder ein Gewinnspiel? Matthias bastelt jetzt mal irgendwas zusammen und dann. Aha. Du hast noch 4 Wochen Zeit. Das wirst du schon schaffen. Ich muss. Insgeheim freust du dich doch. Wer jetzt nicht genau weiß, worum es bei Wendepunkte geht, was damit zu tun, der kann in die Folge 122 reinlauschen. Dort haben wir ausführlich über die Spielekultur in der ehemaligen DDR berichtet. Dort kam das dann zur Sprache. Genau. Wenn wir eine Top zur 200 wieder eine Top-Sendung machen, wird die, glaube ich, relativ weit oben sein bei mir. Es würde mich wundern, wenn sie nicht einer von uns in seinen Top 3 hätte. War eine coole Sendung auf jeden Fall. Nochmal Dank an den Martin dafür, für die Zeit und die Einblicke. Ja, dann kommen wir jetzt einfach mal ohne Umschweife zum Spiel der Woche. Ach so, jetzt wirst du das doch überspringen, ja? Ja. Gut.
Spiel der Woche. Jetzt bin ich gar nicht drauf vorbereitet. Wieso mache ich das jetzt eigentlich? Ja, ich mache das einfach mal. Ich oder wir möchten jetzt über das Spiel Sagrada reden. Zwei Drittel von uns haben dazu eine Meinung. Sagrada ist ja, ist so ein bisschen Sommerrelease gewesen von Pegasus Spiele, in dem es darum geht, mit Würfeln, mit bunten, durchsichtigen Würfeln ein Kirchenfenster zu puzzeln. Kann man das so nennen? Ja. Gut. Nach gewissen Legeregeln quasi seine Würfel da zu platzieren. Genau. Jeder Spieler bekommt so ein, ich nenne das mal, also ich fand das ein richtig cool gestaltetes Tableau, das so ein bisschen dicker ist und so Einkerbungen hat. Und dann in diesen Einkerbungen, also das ist halt ein großes, man könnte auch schon fast sagen überproduziertes Teil, in dem eigentlich nur die untere Hälfte davon wirklich nur interessant ist, denn dort gibt es halt diese Aussparungen und ein, ich muss mal gerade zählen, 5x4 Raster, 4x5 Raster, mehr breit wie hoch, wo man halt später seine Würfel reinlegen kann. Wie legt man jetzt diese Würfel rein? Ganz einfach, erstmal nehmt ihr euch einen Bauplan aus der Mitte oder der wird euch zugelost oder wie auch immer. Und diesen Bauplan könnt ihr in dieses Ding reinschieben. Also da ist so eine kleine Aussparung, da passt das genau rein. Und dann habt ihr so eine Vorgabe, wie ihr jetzt dieses Kirchenfenster so ein bisschen zubauen könnt. Also da sind halt manchmal auf diesem Plan sind halt auch so einige Felder sind halt farbig oder es sind Würfelsymbole drauf oder ja. Und das schiebt ihr halt da rein und dann habt ihr den Auftrag bekommen, ein Kirchenfenster nach diesen Vorgaben zu basteln. Wie läuft das Ganze jetzt? Also noch seid ihr alle dabei, ne? Na, ihr kennt das Spiel ja sowieso. Ja, machen wir weiter. So, jetzt sieht das Ganze so aus. Es gibt einen Sack mit vielen bunten Würfeln. Ich glaube 90 Stück, also viele bunte Würfel. Und wenn ihr dran seid, oder und dann werden halt Würfel rausgezogen, abhängig von der Spieleranzahl. Also bei 2 Spielern sind es 5 Würfel, also bei 3 Spielern sind es 7, also immer doppelt so viel wie Spieler plus 1. Die werden dann gewürfelt und die werden dann, diese Würfel werden dann, ist das ein Drafting? Ist ein Drafting, oder? So siedlermäßig, also. Das ist definitiv ein Drafting, ja. Ein Spieler ist dran, dann kommt der nächste und dann kommt der nächste und dann kommt der letzte, darf dann nochmal wieder. Also wie man es halt von Siedler kennt. Toll, dass man jedes Spiel auf Siedler zurückziehen kann. Und, du hast noch nicht gesagt, welche Farbe Trumpf ist. Es ist keine Farbe Trumpf, oder? Bring mich hier nicht durch. Lass dich nicht irritieren. Ah, genau. Also ihr sucht euch halt einen Würfel aus und das geht dann halt einmal vorwärts, einmal rückwärts. Und dann dürft ihr diese Würfel entsprechend der Vorgaben auf eurem Tableau platzieren. Diese Vorgaben sehen so aus, der erste Würfel muss am Rand platziert sein und darf einfach irgendwie draufgelegt werden, wenn dort ein nicht vorgegebenes Feld ist. Und der nächste Würfel muss halt orthogonal angrenzend platziert werden. Das ist aber nicht so einfach, denn es darf auch diagonal angrenzend sein. Stimmt, aber dann ist es wieder, dann fehlt wieder, dann muss man aber nicht den Farbzwang haben, also dann darf man sich vom Farbzwang entfernen, ne? Oder wie war das? Genau. Ja, okay. Also ihr dürft den halt ringsum platzieren, aber nur orthogonal gibt es irgendwelche speziellen Regeln. Denn der Würfel, der dann neben einem anderen Würfel platziert werden sollte, darf nicht dieselbe Zahl haben oder nicht dieselbe Farbe haben. Und das wird dann schon schwierig. Also ihr setzt halt einen Würfel, eine blaue 5 zum Beispiel. Und neben das Feld daneben, ich sage es jetzt einfach rechts daneben, dürft ihr jetzt halt keine 5 reinsetzen oder keinen blauen Würfel. Und das entwickelt sich dann zu einem Puzzlespiel, zumal es halt auf eurem Plan, den ihr halt da drunter gelegt habt, halt auch diese farbigen Felder gibt oder halt Zahlenfelder. Die geben halt an, welcher Würfel halt da drauf muss auf dieses Feld. Und das wird dann irgendwann knifflig. Das kann man halt noch so ein bisschen umgehen. Also man kann die Regeln noch so ein bisschen brechen, indem man halt so Werkzeugkarten benutzt. Da gibt es halt irgendwie 3, die ausliegen. Die kann man halt mit
Rohstoffen bezahlen. Dann kann man halt so ein bisschen die Regeln verändern. Die erlauben einem das so ein bisschen. Aber es geht halt darum, möglichst dieses große Raster voll zu puzzeln in 10 Runden. Und am Anfang denkt man so, oh, ist ja easy. Und irgendwann kommt man so, ich grübel und dann passt der letzte Würfel nicht und dann hat mir der Gegner nicht den richtigen Würfel dagelassen. Es ist, kann schon ganz schön grübelig werden, das Spiel. Aber ich habe halt wieder das Problem, dass Azul einfach, also ich weiß jetzt nicht, ob dieser Azul-Vergleich wieder greift, aber es ist halt wieder so ein Puzzlespiel, wie es halt dieses Jahr auch schon halt mehrere gab. Und du willst sagen, das war ein Trend? Ja, ich weiß nicht, ob dieser Azul-Vergleich jetzt irgendwie passend ist. Aber das ist halt auch wieder so ein abstraktes Puzzlespiel. Nur hier hat man halt Würfel. Das Spiel ist super. Von Materialien ist es total super. Also das passt halt, das mit diesem Tableau, da rutschen die Würfel nicht hin und her. Da hat sich echt einer Gedanken gemacht. Diese Muster, die man da bekommt, die basieren wahrscheinlich auf richtigen Kirchenfenstern. Ich habe mich da jetzt nicht so mit beschäftigt, wie die ganzen Namen heißen. Ach so, was ich noch vergessen habe, es gibt auch noch so Auftragskarten, die ausliegen und jeder kriegt noch einen Geheimauftrag. Und es sind halt viele verschiedene Schichten irgendwie in diesem Spiel. Aber diese eine Regel, wo du zum Beispiel, was du gerade eingeworfen hast, dass man auch diagonal setzen kann, das ist dann wieder so, okay, orthogonal muss ich mich an die Regeln halten, diagonal dann wieder nicht. Das ist wieder so eine Regel, wo ich denke, so hätte die jetzt sein müssen? So hätte man nicht einfach sagen müssen, nur einfach waagerecht, senkrecht, fertig, aus. Dann funktioniert das Spiel nicht. Dann funktioniert das Spiel. Wieso nicht? Naja, das kann man ja halbwegs ausrechnen. Wie groß sind denn die Wahrscheinlichkeiten, dass du einen Würfel dann anlegen kannst? Du musst ja damit berechnen, es liegen ja eine bestimmte Anzahl von Würfeln aus und dann die Wahrscheinlichkeit, welche Farben und welche Zahlen. Und du musst ja irgendwas nehmen und anlegen können. Und es kann halt passieren, dass wenn du diese Regeln einschränkst, du gar nicht mehr anlegen kannst. Ich meine, du musst irgendwelche Einschränkungen haben, damit es nicht beliebig ist. Ja, aber es kann aber, dir ja am Ende auch passieren, dass du irgendwie nichts mehr reinkriegst. Es sollte nicht passieren. Es ist mir noch nicht passiert. Ja, aber wenn du dich ein bisschen verbaust, dann kannst du Probleme kriegen. Klar. Also du kannst dich da auch echt in so eine Sackgasse spielen. In dem Spiel. René, du hast das auch versucht. Ich habe es versucht zu spielen und ich kann leider über das Spiel an sich gar nichts Gutes oder Schlechtes sagen, was das Spiel an sich angeht. Aber für mich ist es halt total unspielbar, weil ich aufgrund meiner krummen Augen lila und blaue Würfel nicht unterscheiden kann. Und das ist halt für das Spiel vollkommen, also macht das Spiel halt vollkommen unspielbar für mich. Was ich ehrlich gesagt äußerst schade finde, dass das so passiert ist. Weil ich bedenke, doch mittlerweile sollte das Problem, dass Farben gut unterscheidbar sein sollten, doch mittlerweile eigentlich bei allen Verlagen angekommen sein. Und es passiert leider immer noch. Ja, aber wie willst du das mit dem Thema anders lösen? Vielleicht eine andere Farbe noch nehmen? Ich weiß es halt, aber es geht. Oder die Würfel markieren in irgendeiner Art und Weise, dass man das unterscheiden kann. Es gibt da bestimmt Möglichkeiten für. Ja, man hätte wahrscheinlich die Punkte irgendwie anders, so mit Symbolen. Es wird ja wahrscheinlich wieder teurer in der Produktion gewesen sein, nehme ich mal an. Also, oder vielleicht hätte man einfach nur eine andere Farbe nehmen müssen. Ja, aber es gibt ja nicht nur eine Sorte von Farbenblindheit, oder? Es gibt, glaube ich, irgendwo, ich habe mal gesehen, es gibt irgendwie eine App, wo man sich das irgendwie verschiedene Arten simulieren kann. Aber wie dem auch sei, ich finde es halt, es hat anscheinend keiner überprüft oder ist keinem aufgefallen und ja, finde ich halt immer schade, dass das immer noch passieren kann. Ich hätte es halt gerne mal ausprobiert, weil ich finde, das sieht total schick aus. Ja, aber es ist, glaube ich, gar kein Spiel für dich, würde ich. Also du sträubst dich doch immer so Azul hast du doch auch gesagt, so, ja, ist okay. Genau, ist okay. Trotzdem kann ich das ja mal spielen. Nee, kannst du ja nicht. Wir fallen. Aber Azul zeigt auf jeden Fall, dass man das auch lösen kann. Ja, wobei wir da auch wieder in der internen Diskussion schon gehört haben, dass es da auch Leute gibt, die wohl richtig farbenblind sind, dann auch Probleme da haben können bei Azul.
Naja, sagen wir, 3 von den 5 Steinen haben Muster drauf und für die 2, die keine Muster haben, gibt es Ersatzsteine beim Verlag. Ah, okay. Da wurde anscheinend aber irgendwie drauf reagiert. Wie gesagt, ich finde es halt einfach nur schade, unabhängig von dem Spiel jetzt, gerade bei dem Spiel, wo es auf die Farben ankommt, dass da nicht drauf geachtet wird. Wenn das jetzt, weiß ich nicht, bei irgendeinem x-beliebigen Spiel wäre, wo ich halt selber hingehe und sage, ja gut, wenn ich die Farben nicht erkenne, dann gehe ich in meinen Schrank und hole mir einen anderen Würfel dafür und würfel damit. Ist bei so einem Spiel jetzt arg schwierig, so viel Würfel in einer anderen Farbe passend dazu zu haben, dass es noch diesen selben optischen Reiz hat, den es jetzt halt so hat? Ich weiß nicht, ob es euch selber auch mal aufgefallen ist, bei Ganz schön clever sind zum Beispiel 3 Würfel mit schwarzen Augen und 3 Würfel mit goldenen Augen. Ja. Also, das ist auch eine Lösung, wo man mit Farben arbeiten kann und trotzdem die Farben unterscheidbar macht, indem man die Augen anderen Farben gibt. Und das wäre hier auch möglich gewesen, zu sagen, die blauen Würfel haben weiße Augen und die lila Würfel haben schwarze Augen. Das wäre eine Lösung gewesen. Wie gesagt, weiße Augen, ja. Na, es gibt Lösungen dafür und da erwarte ich einfach von dem entsprechenden Verlag, dass genau das seine Aufgabe ist. Ich bin immer noch nicht entschieden, ob ich das Spiel mag oder nicht. Wir haben schon Stimmen gehört, die sagten, oh ja, die Farben wären nicht das einzige Problem des Spiels. Ja. Ich bin da noch so ein bisschen unentschieden. Ich weiß nicht, also ich finde es halt auch immer fies, denn halt so abstrakte Spiele jetzt irgendwie mit Azul zu vergleichen oder sowas. Aber welche Spiele. Hättest du vor 3 Jahren nicht gemacht. Ja, aber da hätte ich da wahrscheinlich. Da hättest du sie mit einfach genial verglichen. Da hätte ich es wahrscheinlich mit Blueprints verglichen oder sowas. Okay, dann setz es mal im Vergleich zu Blueprints. Was findest du da besser? Blueprints. Okay. Weil mir da dieses Bauen, also über Blueprints, ich weiß, haben wir glaube ich auch schon mal geredet, da baut man, kann man sich ja so nach Vorgabe, das ist gar nicht so ein schlechter Vergleich, Blueprints und das Spiel, du hast ja da dort auch einen Bauplan, nach dem du arbeiten willst oder musst, ne, müssen ja nicht, muss man ja gar nicht, und da draftest du ja auch Würfel, der Vergleich ist glaube ich besser. Und da gefällt mir Blueprints irgendwie besser. Da macht mir dieses Tüfteln mit diesen verschiedenen, da sind glaube ich auch nur 3 oder 4 verschiedene oder 5 verschiedene Baustoffe, die, mit denen man da 4 verschiedene, Anführungszeichen, Gebäude errichtet. Das ist aber auch nicht ganz so knallhart, finde ich. Bei Blueprints habe ich so ein besseres Gefühl. Hier ist es so, ich sag ja, ich hab so das Gefühl, dass ich mich hier auch in eine Sackgasse spielen kann. Hast du schon Roleplayer gespielt? Nein, ist ja auf Englisch. Ja, das kommt ja jetzt noch auf Deutsch. Also, weil da ist es mir nämlich aufgefallen, dass mir das besser gefällt als Sagrada. Ja, du kannst nicht. Und da tust du dasselbe. Du draftest einen Würfel aus der Mitte und legst ihn auf deinem Tableau passend an. Da hast du genauso diese Einschränkungen. Du musst aufsteigend bauen, du musst die Farben beachten. Und da ist tatsächlich dann spannend, weil da kommen tatsächlich noch Elemente rein, wo ich sage, so, das ist eigentlich der Schritt mehr. Aber es gibt natürlich Leute, die sagen, ich brauche nur ein einfaches Familienspiel. Für die ist dann wahrscheinlich Sagrada das Richtige. Es steht auch Familie drauf auf dem Rahmen. Ja, das ist ja auch kein schlechtes Spiel, aber irgendwie hat es mich nicht so geflasht, wie ich gedacht habe. Ist doch in Ordnung. Vielleicht, ich weiß es nicht. Ich habe gar nicht gesagt, wie die Wertung zustande kommt. Naja, es gibt halt öffentliche Aufträge und einen geheimen und dann wird halt Punkte gezählt. Ist ja auch nicht so spannend. Gibt auch noch eine Solo-Variante. Nicht gespielt. Ja. Klingt irgendwie jetzt ein bisschen dumm. Wenn ihr irgendwo Blueprints für 5 Euro bekommt, besorgt euch das mal alle. Gut. Ich sollte mal wieder Blueprints spielen. Und die Eckdaten nennen. Ja, aber nur nachdem du es 2-mal gefragt hast. Die Eckdaten? Achso, das war Sagrada von Pegasus Spiele. Es ist irgendwie noch ein Subverlag dazwischen. Irgendwie, ja, ist ja auch egal. Und von Daryl Andrews und Adrian Adamescu. Wahrscheinlich Amerikaner, oder? Das war auch ein Kickstarter, oder? Was ein Kickstarter, Jungs? War ein Kickstarter, ja. Das war ein sehr erfolgreicher Kickstarter. Da gab es auch einen Kickstarter für die 5- und 6-Spieler-Erweiterung. Na, mal gucken, ob es die noch geben wird.
ja, ich kann auch, ich verstehe auch, wenn die Leute sagen, ich finde das cool, aber für mich ist es irgendwie Blueprints. Ich such mal meinen Blueprints raus fürs Wochenende, glaube ich. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Gut. Dann kommen wir mal zur Frage der Woche. Ja, nachdem ich die Kapitelmarke hier gesetzt habe. Ja, ich kann die auch gerne vorlesen, das schaffe ich noch. Ja, mach mal. Und zwar hat die Manteltasche, der oder die Manteltasche, uns gefragt, hat sich euer Spielegeschmack durch die jeweils anderen Bretterwisser verändert? Ich habe vorhin, achso. Nee, der Arne soll zuerst. Ich habe vorhin ja vor der Sendung gefragt, ob René mir mal das Masmorra zuschickt. Nachdem er es ja nicht so cool fand und ich mir eigentlich Arcadia Quest besorgen wollte, weil du das ja gelobt hattest, René, und du gesagt hast, nee, spiel das mal nicht. Also, zu mir. Also, zwar gute Spiele, aber so. Arcadia Quest. Genau, Arcadia Quest. Und meintest du, vielleicht ist Masmorra eher was für dich. Vielleicht bin ich, glaube ich, eine Masmorra-Zielgruppe. Ich habe mich da jetzt mal kurz ein bisschen mit beschäftigt. Ich glaube, ich würde das gerne mal ausprobieren. Ja, also hat sich dein Spielgeschmack verändert? Ich habe ja auch noch einen Cosmic Encounter hier hinten liegen und was habe ich mir noch? Ja, Terraforming Mars, ja. Ich spiele natürlich jetzt mehr als vorher, vor den Bretterwissern. Hat er sich geändert? Also wenn ich das für dich einschätzen dürfte, wie ich das wahrnehme, Arne, ich finde, du warst immer jemand, der experimentiert hat. Du hast damals genauso in Madeira ausprobiert, wie jetzt noch in Mombasa aufzuspringen. Ja. Fakt ist aber, ich glaube, du hast mehr kennengelernt und verstanden, was persönlich für dich überhaupt dein Geschmack ist. Du hast dich selber an der Stelle einzuschätzen gewusst und du bist bereit, aber diese Einschätzung jedes Mal wieder in Frage zu stellen und zu sagen, ah, das macht mich aber trotzdem an, ich würde es gerne ausprobieren, nur um dann festzustellen, ja, aber meine erste Einschätzung war richtig, aber das ist dann auch in Ordnung. Und ich glaube, du weißt jetzt selber, wo du bist und wir haben ja nicht umsonst das Arne-Siegel für tolle Familienspiele. haben wir. Klar haben wir das, weißt du das nicht mehr? Und also von da aus gesehen, ich finde, du hast es geschafft, deinem Geschmack ein Profil zu geben und das würde ich sagen, hat mit der Sendung definitiv was zu tun. Ja, das kann gut möglich sein. Ich gucke hier gerade, ob mich da irgendwie... René, hast du denn da irgendwie... René hat schon mal jetzt ein Stichspiel gespielt. Ja, ich bin jetzt auch zumindest mehr auf der Seite, ich experimentiere auch. Also, wobei ich nicht weiß, ob das mehr durch euch, also durch den Podcast kommt oder halt jetzt auch durch die eigene Familie, weil jetzt der Nachwuchs so weit ist, dass wir halt bei Familien spielen. Also Spiel des Jahres ist jetzt eher mal hier ein Thema als ein Dungeon Crawler, weil der Nachwuchs eher mal danach verlangt. Und genauso wie bei dir auch, ich lerne halt jetzt deutlich mehr kennen als vorher. Aber der Geschmack verändert? Nee, eigentlich nicht. Also ich finde, dass mein Geschmack breiter geworden ist. Und das hängt tatsächlich auch sehr viel damit zusammen, was wir für Gäste hatten. Also dass die einfach auch immer wieder so Sachen reingebracht haben, wo ich sagte, das will ich jetzt auch mal kennenlernen, das will ich auch mal probieren. Und tatsächlich dadurch auch in andere Sphären gekommen bin, die ich mir vorher nicht zugetraut hätte, wo ich vorher gesagt hätte, nee, glaube nicht. Und ich meine, ich bin ja sogar so weit, dass der René mich dazu gekriegt hat, dass ich ein Memoir 44 spielen möchte. Das müssen wir noch machen, René. Du hast auch Galactica. Battlestar, ne? Genau, ich habe jetzt Battlestar Galactica gespielt. Ich weiß, ich find's geil. Ich weiß, ich werde es nicht brauchen, weil ich habe niemanden hier, der bereit ist, das mit mir zu spielen. Aber das ist nicht schlimm. Ich find's total geil und ich freue mich dann, wenn ich das vielleicht bei einem Beeple-Wochenende nächstes Jahr dann mit dir tatsächlich dann spielen kann. Dann müssen wir da frühzeitig aber Termin machen. Früh anfangen, bevor die anderen wieder müde da werden. Da müssen wir definitiv, ich glaube, so gegen 18 Uhr anfangen, weil ich habe festgestellt, das Spiel dauert auch eine Weile. Ja. Aber nie langweilig, oder? Ja, nee, also langweilig war überhaupt nicht. Also ich muss natürlich zugeben, das war wirklich geil, weil ich saß links und rechts von zwei wirklichen Battlestar Galactica-Profis. Und die haben, also es ist unfassbar, was die während des Spiels noch rausgezaubert haben, wo ich dachte so, oh scheiße, Mann, die wissen, wie man blufft. Also da war wirklich so, puh.
Das wird zum Beispiel hier mit zum Beispiel Anja gar nicht funktionieren. Das würde nicht gehen. Keine Ahnung. Also die brauchst du nur dreimal ein bisschen schief angucken, dann fällt alles auseinander. Das muss man vielleicht auch erst lernen. Ja, ich versuche es jetzt nochmal mit Insider. Kennt ihr Insider? Das war von Oink Games. Von Oink Games, diese kleine rote Schachtel. Mhm, so genau. Ja. Trudelt morgen bei mir ein. Wird vorgestern bei mir eingetrudelt sein. Das ist ja auch so ein bisschen mit versteckten Rollen. Mal gucken. Ich versuche da immer. Ich bin da noch nicht. Gut. Ja, aber wie gesagt, bisschen Einfluss hat auf jeden Fall der Podcast auf uns. Aber grundlegend verändert hat er uns natürlich nicht. Aber ich hoffe auch ehrlich gesagt, dass unsere Hörer vielleicht auch sich öffnen können für andere Spiele und andere Sachen und einfach auch vielleicht das Bedürfnis haben, neugierig sich auf andere Sachen zu stürzen. Also was ich viel, viel wichtiger finde, zu sagen, ich bleibe nicht in meiner Ecke, sondern ich traue mich, da rauszugehen und auch andere Sachen mal kennenzulernen. Und selbst wenn ich dann feststelle, sie sind nichts für mich, was dann auch in Ordnung ist, aber man hat sich getraut. So wie man seinen Kindern ja auch sagt, du, sorry, es kann sein, dass du keinen Spinat magst, aber solange du es nicht probiert hast, weißt du es doch nicht wirklich. Hm. Bei uns muss auch, wir lassen es am Tisch nicht gelten, von wegen, ich mag das nicht. Gibt's nicht. Nee. Probieren, okay. Und wenn man dann sagt, ja, ist nicht so meins, ja. Oder wenn sie denn sagt, ich mag das nicht, dann ist es schon mal ein Schritt weiter. Genau. Matthias, du hast Keyforge gespielt, ne? Ich habe Keyforge gespielt. Soll ich kurz über Keyforge reden? Ich brenne. Also ich war ja, kurze Zusammenfassung, ich war letzte Woche in Düsseldorf und Essen. Aus verschiedensten Gründen. Unter anderem habe ich mich mit Autoren getroffen und ich war auch einen Abend bei Miepelschreck. Hallo Miepelschreck, hallo Wilsen. Eure Tochter ist zuckersüß, gefällt mir sehr. Hat er gleich aufgefressen. Ja, so ähnlich. Aber das ist also, ach, so kleine Kinder sind so niedlich. Und das war dann. Kappe abzugeben gerade. Matthias, ja. Nee. Sie sind vor allem niedlich, weil man sie nur kurze Zeit hat. Aber das ist eine andere Geschichte. Und unter anderem war da halt die ganzen FFG-Meisterschaften. Ich habe bei der letzten deutschen Netrunner-Meisterschaft teilgenommen. Und da hat sich natürlich Asmodee auch nicht nehmen lassen, den Leuten Keyforge zu zeigen. Und ich habe da mehrere Runden gespielt. Und ich versuche es mal konkret in irgendwie kurze Worte zu fassen, was mein Eindruck von dem Spiel ist. Frage? Ich will es haben. Ach so, ja, okay. Funktioniert das? Es funktioniert. Es funktioniert grandios. Es funktioniert verdammt gut. Ich bin mir sicher, sie haben wirklich eine gesamte Person, die nichts weiter macht, als die Collation sich zu überlegen und das Ganze dann so einzuhacken, dass der Computer am Ende halt diese 40 Billiarden, Trillionen, Drölf Decksorten irgendwie halt entsprechend zuordnen kann. Aber die Routine dahinter, die wird echt, echt hart sein. Ich habe gesehen, wie die Karten aussehen, wie sie funktionieren, wie die Regeln funktionieren. Ja, Keyforge ist ein reines Zweierspiel, Sven, da war gerade eine Frage in unserem Live-Chat. Und das ist echt, echt, ja, wow. Ich denke, ich brauche einen Stapel Decks. Also es kann sehr gut passieren, dass ich mir am Ende irgendwie 5, 6 Decks hole und keine einzige Karte doppelt habe, weil wirklich jedes Deck dann doch nochmal andere Karten hat. Und da würde ich dann so, boah, das wäre ja. Ja, also das ist, also da freue ich mich total drauf. Also es hat ein paar echt coole Kniffe. Es ist, du ziehst deine Karten nicht zu Beginn des Zuges, sondern am Ende des Zuges. Und du ziehst immer auf 6 Karten auf. Und das Aufziehen sorgt dafür, dass du natürlich sagst, je mehr Karten ich ausspielen kann, desto mehr Karten ziehe ich nach, desto mehr Druck kann ich machen, desto mehr Aktionen kann ich machen. Aber, jetzt kommt der große Clou, du musst dich jede Runde zu Beginn immer für eine der 3 Fraktionen in deinem Deck entscheiden. Und dann darfst du nur Karten dieser Fraktion spielen oder aktivieren. Das soll heißen, wenn ich die ganze Hand voller Karten habe von einer Fraktion, denke ich mir so, cool, die spiele ich alle aus. Und dann ziehe ich am Ende ganz viele Karten nach und dann habe ich natürlich Karten von einer anderen Fraktion auf der Hand. Und wenn ich dann die wähle, kann ich die zwar ausspielen, aber die Karten, die auf dem Tisch liegen, kann ich nicht nutzen. Und wenn ich sage, ich will die auf dem Tisch nutzen, dann bleiben die auf meiner Hand halt versauernd da. Das ist, puh. Kann ich das auch spielen? Ja. Ja. Gut. Mehr würde ich nicht wissen.
Ja, also Keyforge hat mir super gefallen. Ich würde sagen, jedem, schaut euch das mal in Essen an. Lasst es euch erklären. Spielt eine Runde oder zwei. Könnt ihr nichts falsch machen. Ist wirklich cool. Wenn Sie es denn haben. Ist es denn offiziell draußen zu essen? Q4. Das wurde mir so gesagt. Also ich hoffe, dass. Okay. Also Quartal 4. Wohl, also sprich, jeder sollte sich auf der Messe dann mit einigen Decks und diesem Starter-Set ausstatten können, wenn möchte. Welches Spiel hatten sie auch nicht damals in Essen? Was du Arkham Horror? Nee, war das Arkham Horror Kartenspiel? Das war ja dann auch nicht da. Oder es war nur kurz, 20 Exemplare. Nee, das war aber sowieso grundsätzlich angekündigt für Weihnachten. Ja, sie sagen ja auch Quartal 4. Ich weiß es. Also ich würde nicht darauf wetten, dass man es. Also vor Weihnachten wird es sicherlich rauskommen. So, dieses Jahr wird es noch da. Ich denke mal, Sie werden aber schon wissen, wie wichtig es wäre, das in Essen zu haben. Also das Spiel ist ja fertig. Der Punkt, es muss ja nur in ausreichender Menge für Essen produziert werden. Und wenn du bedenkst, welche Menge sie schon für GenCon produziert haben, gehe ich davon aus, dass die Drucker da gerade nicht stillstehen, damit das auch rechtzeitig zu Essen da ist. Das wäre meine Vermutung, weil FFG und Asmodee sehr wohl bewusst ist, dass Essen eine wichtige Messe ist. Vor allem im Bereich des Verkaufs. In den USA ist es aber auch noch nicht draußen, ne? Nee, offiziell kommt es auch wirklich erst halt zu Essen raus. Das ist ja Q4. Und sie haben es halt auf der GenCon nur gezeigt und haben allen Leuten, die bei der In-Flight-Report, also dieser Präsentation von den Neuheiten, da waren, haben sie alle zwei Decks geschenkt. Warum wieder nicht? Ja, und dann wurden die Karten alle eingescannt und man kann sie jetzt bei Tabletop Simulator, kann man es, glaube ich, jetzt spielen. Ja, dann sind aber nur so ein paar einzelne Decks, also. Ja, aber naja. Es reicht, um das Spiel kennenzulernen. Das sollte man sich auf jeden Fall antun. Ich hatte auch ein paar Fragen dort fortgestellt zum Thema Discover. Und die Überschneidungen sind wohl so, dass wenn du zwei Kisten kaufst, was überhaupt nicht deren Plan ist, du kaufst eine und dann tradest du vielleicht, wenn du das möchtest, oder es lässt es auch. Aber selbst wenn du zwei Kisten kaufst, kann sein, dass die Übereinstimmung zwischen diesen beiden Kisten ein oder zwei Karten sind. So viel unterschiedliches Material gibt es da wohl. Ich sehe da ein Thema auf uns zurollen. Ich sehe da definitiv ein Thema auf uns zurollen. Aber wie gesagt, da kann ich jetzt auch nichts weiter zu erzählen. Das habe ich nämlich nicht gespielt. Das durfte man mir nicht zeigen, was ich natürlich völlig verstehen kann. Was auch in Ordnung ist, aber Keyforge ist schon mal geil. Aber ich fand die Idee von Jürgen und also Jürgen Kahler und Christoph Post aus der Brettspielbar, dem Konkurrenzpodcast zu uns. Auf Konkurrenz zu sagen, das sind Kollegen. Die hatten ja die Idee, dass man in Spiele tradet, wenn man einem das Szenario nicht zusagt. Das fand ich irgendwie witzig. Übrigens, wenn ihr Wüste überhaupt, ich fände Wüste voll cool. Gebirge oder Wald, was soll man denn damit? Wüste, hallo? Es gab eine Vrind-Folge, wo, oder, nee, das war eine Tim Pritlove-Expedition, Forschung oder sowas zum Thema Wüste. Das war eine der spannendsten Sendungen, die ich je gehört habe. Also Wüste würde ich auch eintauschen. Wüste würde ich nehmen. Ja, würde ich auch nehmen. Ach so, ja. Wüste ist doch spannend. Naja, egal. Wie dem auch sei. Kommen wir jetzt von den Unique Games mal weg zum eigentlichen Hauptthema. Und zwar das Würfelspiel. Ich wollte ja nicht XXX hineinschreiben. Du hättest ja, aber auch scheiße. Ich dachte, wir sind die Bretterwisser der Würfelcast. Nee. Sagrada das Würfelspiel. Wieso geht Boardgame Geek eigentlich nicht gerade? Ja, was haben wir uns dabei überlegt? Und zwar wollen wir ein bisschen über die Würfelspielumsetzungen von einigen großen, ja, oder von Vorbildern, in Anführungszeichen. Also, ganz Beispiel, es gibt Carcassonne und es gibt Carcassonne das Würfelspiel. Und das eine würde spielen, das andere nicht. Wie dem auch sei. Und da wollen wir ein bisschen sprechen darüber jetzt, warum kommt man auf die Idee, sowas machen zu wollen? Wie viele gibt es davon überhaupt? Gibt es zu viele? Wollen wir sowas haben? Wollen wir sowas mehr haben? Wollen wir sowas weniger haben?
Wir haben jetzt einige Spiele auch hier aufgelistet. Gibt es denn so spontan einen Favoriten bei dir, Matthias, den du sofort sagen würdest, oh, den spiele ich sofort mit? Ich hätte einen. Ja? Im Wandel der Zeiten, das Würfelspiel. Da habe ich auch gerade kurz überlegt, aber das, der Fakt ist ja... Das ist ja sowas, so weit war von weg von dem Original wahrscheinlich. Das, ich wollte gerade sagen, außer dass beide irgendwie im Wandel der Zeit heißen, haben die eigentlich null miteinander zu tun. Also es ist ja auch so, dass tatsächlich auch die Rechte komplett bei anderen Autoren, bei anderen Verlagen liegen und dass das also an der Stelle null Übereinstimmungen hat. Also, ja, aber warum? Ja, aber darum geht es doch jetzt gerade gar nicht. Es ging ja einfach nur an, welches wäre das, was er machen würde. Ja, nee, dann hab ich habe die Frage anders verstanden. Für mich war das ein, welche Verwürfelspielung eines anderen Spiels würdest du auf Anhieb mitspielen wollen? Und deswegen, ich würde das Spiel immer mitspielen wollen, aber für mich ist das nicht die Verwürfelung eines anderen Spiels. Gut. Welche Verwürfelung würdest du denn spielen wollen? Ich würde sofort mitspielen Pandemie, die Heilung. Oh, genau daran hätte ich jetzt auch gedacht. Also das ist wirklich ein echt gute Würfelspiel-Umsetzung, die für sich alleine hervorragend funktioniert, die dieses Gefühl wirklich reinhält, die natürlich ein kleines bisschen weniger planbar ist als das Brettspiel. Aber was überhaupt nicht stört, weil du diese Emotionen jede Runde mit den Würfeln hast, das ist schon cool. Und ganz ehrlich, ich finde es sehr, sehr schade, dass es in Deutschland nicht so funktioniert hat, weil die Erweiterung ist ja auf Deutsch nicht rausgekommen. Aber ich würde jedem sagen, das bisschen Englisch müsst ihr euch antun. Wer das Würfelspiel mag, braucht hundertprozentig die Erweiterung, weil die echt geil ist. Ja, braucht man die? Was macht die denn? Ja. Also du hast natürlich jede Menge neue Rollen und dazu auch die entsprechend passenden Würfeln. Du hast eine zusätzliche neue Seuche, die fünfte Seuche, so wie es auch im Brettspiel halt eine fünfte Seuche gibt. Was? Und wo? Wann? Wie? Ne. Erste Erweiterung. Spoiler. On the Brink. Auf Messerschneide. Nicht gespielt. Ach, das ist so Arne, ey, Mann. Ja, Arne, das musst du, also ja, du Arne, du bist ja unsere Erweiterungssau. Ich hab vorgestern erst die Dominion-Erweiterung in den Koffer eingebaut. Genau, lauter Dominion-Erweiterung und noch die Kakao-Erweiterung und dann war da noch ein Spiel, wo du eine Erweiterung brauchtest und dann hast du gerade noch dieser gerade Erweiterung überlegt. Was? Nein. Arne, Pandemie-Erweiterung brauchst du auch, die ist gut. Ja. Gut, aber jetzt haben wir ja schon mal quasi zwei Typen dieser Spiele identifiziert. Einmal das, was die Verwürfelung, der Matthias genannt hatte, und einmal eigentlich ein eigenständiges Spiel, was den Namen eines anderen Spiels im Titel hat. Gibt es denn noch neben im Wandel der Zeiten, haben wir da noch andere Kandidaten, die so ein ähnliches Ding sind, einfach nur den Namen übernommen haben, aber komplett unabhängig von dem anderen Spiel sind? Ja, Village. Naja, es heißt aber auch nicht Village das Würfelspiel, sondern My Village. Ja, das ist richtig, weil es tatsächlich als Village das Würfelspiel in der Entwicklung anfing und daraus sich halt wegbewegt hat. Und das finde ich auch vernünftig, dass sie sich entschieden haben zu sagen, wir nennen es nicht Village das Würfelspiel, sondern wir nennen es halt My Village, um zu sagen, es gibt da diese Verbindung, aber es ist eigentlich ein eigenständiges Spiel. René, das haben wir, warst du da mit, wo wir das gespielt haben, das My Village? Das war schon von... Da war er meines Wissens dabei, ich glaube, ja. Ja. Das war ja schon wirklich sehr weit weg von dem Village, oder? Gefühlt? Das war doch diese Würfel und dann wandert der irgendwie da rum, aber da stirbt doch auch keiner. Stirbt da. Ich fand, das hat echt nicht viel damit zu tun gehabt. Also das ist echt sehr. Deswegen ist es ja auch okay, wenn man da einen anderen Namen denn vergibt. Es ist mit My Village natürlich noch nah dran, aber es. Das, was ich jetzt noch kenne und wo ich jetzt sage, das fand ich sehr weit vom Original entfernt, fand ich Istanbul das Würfelspiel. Das ist aber auch richtig gut. Das ist interessanterweise auch, eigentlich ist das überhaupt gar nicht gut. Also eigentlich ist es ja eher ein Wunder bei My Village, dass das auch so auf Kennerniveau ist, weil meistens sind ja die Verwürfelungen einfachere Spiele. Also man sieht das auch bei Istanbul, man sieht es auch bei Nations, dass die Verwürfelungen einfachere Versionen sind. Ja, also wie gesagt, bei Istanbul fand ich es, du hast halt die Edelsteine gehabt und sowas alles und das Ziel war halt, die Edelsteine zu sammeln, aber
Ja, da hast du halt gewürfelt und versucht, Rohstoffe zu erwürfeln. Hat jetzt nicht viel mit diesem Rumherlaufen auf einem Plan und versuchen, sich zu strategisch irgendwie gut zu positionieren, nicht mehr viel zu tun. Es war tatsächlich im Istanbul-Universum mit den bekannten Grafiken. Ja, also die Ziele waren ja noch vergleichbar, weil du musst halt diese Rubine zusammensammeln. Und dafür hast du diese Waren. Also es ist schon vergleichbar, aber ja, ich verstehe, wenn du das sagst, dass es dir ein bisschen zu weit weg ist. Was eigentlich weit weg sein soll, aber es eigentlich dann doch irgendwie dann auch nicht ist, ist zum Beispiel bei No Siesta, wo ja das eigentlich ein eigenständiges Würfelspiel sein sollte, aber auf Wunsch des amerikanischen Partners dann auch das La Granja mit draufsteht. La wie? La Granja. Genau. Ach so, das sollte erst gar nicht drauf oder gar nichts damit zu tun haben? Es sollte meines Wissens nach zumindest nicht irgendwie das Wort La Granja drauf haben. Okay. Und dann wurde es einfach noch drauf gebeppt. Ja, also natürlich sagt sich der eine so, hey, dann kann man das irgendwie, ich weiß nicht, wie es laufen wäre, wenn das nicht so wäre. Und dann kann vielleicht der Ode oder der Uli können noch mal irgendwie in die Kommentare schreiben, wie das da genauer ablief. Ich erzähle jetzt nur das, was ich gehört habe. Aber das Spiel ist natürlich ansonsten, es verwendet gleiche Illustrationen, sage ich jetzt mal, und ist natürlich trotzdem total genial. Auch wenn das eigentliche Hauptelement, nämlich das Handling der Karten, da komplett wegfällt. Schwieriger finde ich es tatsächlich eher dann bei solchem Spiel wie Bubu, und da hatten wir uns auch mal drüber unterhalten, einem Spiel mit Würfeln, wo es dann ein Würfelspiel dazu gibt. Eigentlich hätten sie es nennen sollen. Ja, das klingt immer schon etwas absurd. Ja, sie hätten es nennen sollen, das Roll and Ride. Aber ich meine, es gibt auch zum Beispiel für Zug um Zug das Zug um Zug Kartenspiel. Da kommen wir später, glaube ich, nochmal zu, oder? Da kommen wir nochmal später zu, ja. Dich mal einbremsen hier. Ich musste es nur mal sagen. Ach, siehste, genau, das hätte ich auch noch erwähnen können. Ein Spiel, wo ich das Würfelspiel sogar deutlich besser finde als das Grundspiel. Obwohl das eigentlich cool ist. Und zwar Bonanza. Das macht mich zum Beispiel überhaupt nicht an. Ich habe da schon echt so ein paar Mal so gedacht, so, oh, das müsstest du mal spielen, aber irgendwie scheint das nicht bei mir, also ich weiß nicht, ich habe es noch nie gespielt, weil ich da irgendwie so eine Hemmschwelle habe, ich weiß es nicht. Aber da irgendwie, da handelt man doch aber auch gar nicht, oder? Nee, da handelst du nicht. Ich glaube, das aber der ist Punkt ist, alle Spieler sind, und das ist das, finde ich, ja viel entscheidender als das Handeln, es sind immer noch alle Spieler involviert. Weil alles, was du würfelst, können erstmal alle anderen verwenden, bevor du sagst, okay, und den Würfel nehme ich für mich, und dann würfelst du erneut. Und dadurch kann es halt passieren, dass du viel mehr machen kannst, wenn du gar nicht dran bist, als wenn du dran bist. Aber wenn du dran bist, hast du die Kontrolle. Und diese Balance finde ich grandios. Ja, aber für mich ist Bonanza halt dieses Handeln. Und deswegen sehe ich da. So wie für mich Agricola die Karten sind und deswegen Caverna nicht so mithalten kann? Na, ich kann aber Arne an der Stelle schon verstehen. Das war für mich eins auch immer das zentrale Element, dieses Kommunikative. Ich muss gucken, wie ich diese doofe Bohnen, die ich überhaupt nicht brauchen kann, gewinnbringend an irgendjemanden geben kann, im Zweifelsfall ihm das so schmackhaft machen, dass er zumindest geschenkt das Ding annimmt, nur damit ich nicht sie einbauen muss bei mir. Das fand ich schon immer, oder finde ich immer noch den lustigsten und spannendsten Part bei Bonanza. Und wenn der natürlich wegfällt. Aber das macht das Bonanza-Würfelspiel so stark, dass es Bonanza nicht ersetzen will, sondern sagt, hier, das zentrale Element, wir sind alle die ganze Zeit dabei, das können wir beibehalten, aber ansonsten sind wir ein komplett eigenständiges Spiel in dem Boniversum. Ja, vielleicht hätte man es Mai-Bonanza nennen sollen oder sowas, dann hätte ich da nicht so das Problem gehabt. Aber dann ich werde das mal an den Christian weitertragen. Christian, nenne bitte die neue Version von dem Bonanza-Würfelspiel dann bitte Mai-Bonanza. Nee, dann kollidiert man ja wieder mit mein erstes Bonanza.
Okay. Wie ist das denn eigentlich? Also hätte man nicht auch sagen können, okay, man macht ein komplett eigenes, ständiges Spiel raus und hat mit dem Namen Bonanza gar nichts mehr zu tun? Möchte man das wagen? Oder sagt man lieber, wir setzen auf das große Zugpferd und hängen das einfach mit dran und dann verkauft sich das besser, als wenn man das, wenn man ein eigenständiges Spiel draus macht. Jeder Marketing-Typ würde jetzt das Gleiche sagen, oder? Ja, jeder Marketing würde das Gleiche sagen. Und ich kann das sogar konkret untermauern mit einem Beispiel, was wir dieses Jahr nämlich auch in Malle hatten. Und zwar, es gab ja zu dem Spiel Sechs nimmt, zu dem es übrigens noch keine Würfelspielversion gibt. Christian, bitte änder das. Es gab ja da vor vielen Jahren, ich meine, es gibt ganz viele Sechs-Nimmt-Versionen, es gibt dann halt das X-Nimmt und das Hornochsen und das Elf-Nimmt und es gibt halt auch Tanz der Hornochsen und das ist ja das Sechs-Nimmt-Brettspiel. Und das haben wir hier ganz oft gespielt, das funktioniert mit bis zu 8 Spielern und das macht uns immer wieder Spaß. Und da arbeitet Amigo gerade dran an einer neuen Version. Und die wird dann heißen, Sechs-Nimmt das Brettspiel. Und warum? Weil der Tanz der Hornochsen nicht ausreichend Zugpferd war. Also von da aus gesehen, wenn ich die Wahl hätte, ich mache ein Würfelspiel, was cool ist, oder ich mache ein Würfelspiel, wo es vom selben Autor ist und ich die Thematik tatsächlich beibehalten kann und man macht dieses Anpflanzen und man muss da diese Aufgaben erfüllen. Warum dann nicht Bonanza nehmen? Oder um es mal anders zu sagen, ich meine, es gibt auch sogar ein Bonanza-Brettspiel, fällt mir gerade ein, Bonanza, das war aber, das müssen sie wirklich überarbeiten, das war nicht so. es gab ja auch, jetzt lass mich mal das nochmal in Worte fassen, es gab ja auch Verwürfelungen, wo sie, Kartenspiel, Wizard, genau. Bei Wizard war es ja auch so, es gibt ja das Wizard Extreme. Das hat, außer dass es in dem Wizard-Universum spielt, hat eigentlich mit Wizard gar nichts zu tun. Okay, man sagt Stiche an, aber man sagt das aus einem Pool an. Es ist sogar von einem anderen Autor. Aber das, und das hatten sie schon vorher mal rausgebracht als die Sieben Siegel. Und als die Sieben Siegel lief das so, Und dann haben sie es nochmal als Wizard Extreme rausgebracht und das ist immer noch im Programm. Das ist, wenn du so eine Marke hast, dann helfen solche Spiele, diese Marke zu pflegen. Und das ist für Verlage natürlich total wichtig, dass die halt dadurch auch, auf der einen Seite wird das Wizard supported oder bei Bonanza das Bonanza-Grundspiel. Auf der anderen Seite haben sie halt etwas, was für die ganzen Leute, die das eh wollen, immer wieder spannend ist. Und wenn du in den Laden gehst und sagst, boah, für Bonanza, da gibt's ja das ist ja, das muss ja ein richtig starkes Spiel sein, wenn es dafür so viel gibt. Und dann greifst du auch natürlich erstmal zum Grundspiel, wenn du es überhaupt nicht kennst. Gut, dann kommen wir mal aus der Marketing-Verlagssicht zur Spielersicht. Wollen wir mehr solche Würfeladaptionen von Brettspielen oder wollen wir das nicht? Wir hatten doch in einer der letzten Sendungen gesagt, mehr Spiele ist gleich mehr gut. Ja, meine Frage zielt darauf ab, war das bis jetzt eher eine erfolgreiche Sache? Sag mal, sagst du, oh ja, das fand ich immer gut, da sind einige gute Sachen bei rumgekommen oder eher so, das, was bis jetzt rauskam, war alles Käse, also dann sollen sie lieber die Zeit und Energie reinstecken und zu Bonanza die nächste Erweiterung machen. Also, ich finde, mach du erstmal. Ja, ich finde es immer spannend, was man aus diesem meistens im Kern bekannten Mechanismus irgendwie noch so einen Twist reingeben kann. Es ist ja, man könnte auch sagen, dass das Würfelspiel ist eine, wenn man es anders vermarkten möchte, das Würfelspiel ist einfach eine Standalone-Erweiterung. So könnte man das ja auch sehen. Mit ein bisschen Twist irgendwie drin. Ne? Ja, aber ist es das immer? Nein, ich habe ja gesagt, meistens. Wir haben ja gesagt, dass es da halt Spiele gibt, Würfelspielversionen, Adaptionen, die halt nah dran sind, die das Gefühl des großen Spiels, ich nenne es jetzt einfach mal großen Spiels, auffängt. Und es gibt halt welche, die davon sehr weit weg sind. Ich habe gerade in unsere Liste zum Beispiel geschrieben, Sky King, das Würfelspiel. Das ist ja
wo da am Anfang so, Sky King ist ja dieses, wir hatten ja vorhin Wizard, so ein bisschen in verwandt, ich nenne es einfach jetzt mal verwandt, obwohl es ein anderer Verlag ist, aber Sky King ist ja dieses Stichspiel. Und wenn man jemand sagt, ich mache jetzt ein Würfelspiel zu einem Stichspiel, da hat sich doch am Anfang jeder wahrscheinlich so ein bisschen an den Kopf gefasst. Trotzdem fängt dieses Würfelspiel das Spielgefühl dieses Originalspiels, es ist jetzt nicht das große Spiel, das Vaterspiel oder wie könnte man das nennen, fängt es ziemlich genau, ziemlich ähnlich ein. Und ja. Das ist halt, aber trotzdem ist es noch, ist es wieder anders durch die Würfel. Es ist weniger planbar, durch die Würfel natürlich, aber das Spielgefühl, die Emotionen, das ist sehr ähnlich bei dem Spiel. Und sowas finde ich halt spannend, wenn man halt versucht, Matthias hat vorhin die Boniversum, wie heißt das? Wenn man sich in so einem Spieluniversum vielleicht auch mal versucht, in anderen Dingen, die so ein bisschen absurd vielleicht klingen. Ich meine, es gibt Burgen von Burgund, das Würfelspiel. Das habe ich jetzt nicht gespielt, aber das klingt ja zum Beispiel auch total absurd, weil Burgen von Burgund ist ja ein Würfelspiel. Oder in großen Teilen ein Würfelspiel und dann macht man daraus ein Würfelspiel. Hallo, was ist denn da passiert? Wie sinnvoll das jetzt immer ist, ist ja halt die Frage. Aber wenn man halt sagen will, oh, ich möchte, mag diese Würfelspiel, dann sagst du einfach, es ist eine Standalone-Erweiterung. Funktioniert auch so. Das ist schon klar, aber die Frage ist, macht es Sinn, diese Varianten überhaupt anzubieten? Ne, wird doch nicht mal als Erweiterung, sondern wird es als eine Variante vielleicht auch bezeichnen. Sinn für wen? Für den Spieler oder für den Verlag? Spieler. Ich glaube, uns Spielern ist es doch ehrlich gesagt egal, wie das Spiel heißt. Wenn es gut ist, dann finden wir es genial. Wenn es zu einem erfolgreichen Spiel ist, dann glaube ich, neigen auch wir Spieler dazu, eher zu sagen, ach, ist ja interessant, ich gucke es mir mal an. Und es geht dann durch in den Neuheiten nicht genauso unter. Ansonsten könntest du auch sagen, also das Spiel kann auch sonst irgendwie heißen, es ist mir egal, ich habe gehört, es ist cool, also spiele ich es. Wie siehst du das denn, René? Wenn man schon sagt, okay, das ist relativ weit weg von dem Grundspiel, weil ich jetzt hier Wandel der Zeiten das eben genannte, finde ich es manchmal etwas irreführend, dass ich dann dahin gezogen werde, weil ich vielleicht hoffe, dass ich das Spielfeeling des anderen vielleicht in einer kompakteren, kleineren Version zu bekommen. Und wenn aber von vornherein klar ist, es ist nicht im Wandel der Zeiten, ne? Was es nicht sein kann, weil das passt vielleicht nicht in ein Würfelspiel, aber es ist ein Zivilisationsaufbauspiel, das ich jetzt irgendwie nennen kann, finde ich mich an der Stelle zumindest nicht so überrascht, um es mal positiv auszudrücken, dass auch, ist eigentlich Kniffel, ne, ist gar nicht im Wandel der Zeiten. Und das finde ich dann immer, für mich persönlich auf jeden Fall, immer etwas doof, wenn das nicht so passt. Wenn ich natürlich wirklich hingehe und sage, oh, ich habe hier das eben angesprochene Pandemie oder sowas, wo ich tatsächlich das Gefühl habe, ich spiele ein Pandemie. Ich habe dieses Wettrennen um Heilmittel oder um Seuchen zu bekämpfen, das habe ich wie bei dem anderen Spiel. Dann finde ich das durchaus positiv, weil dann macht es wirklich halt was anderes, aber bleibt halt diesem Pandemie-Universum treu oder diesem Spieluniversum treu. Anstatt halt zu sagen, oh, wir haben jetzt hier weiß nicht, Catan und jetzt bringen wir alles mit dem Label Catan raus. Catan, die Butterbrotsbox, Catan, das sind das. Spaceballs, der Flammenwerfer halt. Ja, will ich haben. Das ist für mich natürlich, also fühlt sich halt immer an so, ja, das ist die Marketingmasche des Verlags, damit es davon ordentlich was absetzt. Finde ich immer etwas, ja, Kritik kann man jetzt auch nicht sagen, aber
bin da immer etwas vorsichtig, was dann die, so die konkrete Umsetzung anbelangt. Da bin ich halt eher öfters mal enttäuscht, als anstatt positiv überrascht. Aber gab es jetzt irgendeine Würfelspielversion, die du auch spielen wollen würdest? Ich meine, wenn du jetzt so negativ der so einer Sache gegenüberstehst? Ne, also wie gesagt, negativ, also zum Beispiel, was er, Arne eben meinte, Skull King. Ich bin jetzt überhaupt kein Stichspiel-Fan, aber Skull King, das Würfelspiel, fand ich halt witzig, aber weil es halt mit Würfeln war. Ja, da hat es mir halt eher gereizt, oder es ist ein Würfelspiel. Da war aber nicht das Zugpferd das Skull King-Universum. Sondern, ja, aber das ist doch das Tolle. Also wenn so eine Umsetzung es schafft zu sagen, wir ziehen nicht nur Leute ran, die Skull King mögen, sondern vielleicht auch Leute, die sagen, ja, Skull King interessiert mich nicht, aber es ist ein Würfelspiel, also gucke ich es mir an. Dann hast du doch als Verlag zwei Fliegen mit einer Klappe. Und wenn du nicht alles falsch machst, was du natürlich machen könntest, weil dann könntest du nämlich beide Gruppen gleichzeitig verprellen, dann hast du ein schlechtes Spiel. Aber ansonsten hast du vielleicht beide glücklich gemacht. Ja, aber wenn ich halt, weiß ich nicht, ich kaufe mir, weiß ich nicht, im Wandel der Zeiten und hoffe jetzt, oh, jetzt habe ich das wirklich als kompakte Version in 20 Minuten und kann trotzdem im Wandel der Zeiten Feeling haben. Und dann habe ich eine Kniffelvariante, die jetzt gut ist, ne? Das ist nichts gegen das Spiel, aber die Erwartung wird halt eine andere Erwartung aus meiner Sicht geweckt. Also King of Tokyo ist auch nur eine Kniffelvariante und das hat mich auch noch nie gestört. Nein, wie gesagt, es geht mir auch gar nicht um das Spiel. Es geht um die Erwartungshaltung, die dieser Titel an der Stelle macht. Wie macht das denn? Wie macht das denn? Es gibt ja im Wandel der Zeiten, also zu dem großen Spiel, gibt es ja auch so ein Konkurrenzprodukt. Hör auf dieses Wort. Arne, ganz ehrlich, ich lasse dich in Zukunft Geld in eine Kasse zahlen, wenn du so ein Wort verwendest. Mitbewerberprodukt, Nations. Davon gibt es ja auch eine Würfelspielversion, die ja dir nicht gefällt. Mir nicht gefällt, ja, das ist richtig, aber Matthias kennt ja sicherlich beide. Ich kenne ja nur das Würfelspiel. Ja, ich kenne beide. Wie stehen die denn zueinander? Stehen die auch so zueinander wie im Wandel der Zeiten? Das ist tatsächlich eine Würfelspielumsetzung. Sowas würdest du denn eher haben wollen, René? Genau. Wie gesagt, es geht mir auch nicht darum, ob das Spiel gut oder schlecht ist. Ich finde einfach nur, die Erwartungshaltung, die in mir persönlich geweckt wird, ist, wenn da draufsteht, dass das Würfelspiel ist, dass ich versuche oder das versucht wurde, den Flair des Spiels in eine kompaktere Variante reinzupacken. Ne? Nichts gegen das Spiel. Aber die Erwartungshaltung für mich wäre, okay, ich habe das Feeling des Spiels oder ich erkenne das Spiel darin wieder und denke so, oh cool, das kann man auch mit Würfeln machen. Das habe ich halt nicht, wenn es sich halt einfach nur den Namen ausleiht und sagt so, jetzt machen wir hier ein nettes, flockiges Würfelspiel, was gut sein kann und kleben einen bekannten Titel mit drauf. Das ist halt die Marketingkiste dahinter, die mich etwas stört. So. Also du hast ein Problem damit, wenn man dir was verkaufen möchte, weil du versuchst, resistent gegen Werbung zu bleiben. Also das klappt ja sowieso nicht. Etwas übertrieben formuliert, aber so kommt es gerade bei mir an. Nein, es ist die Erwartungshaltung, die in mir geweckt wird, die mich dann enttäuscht zurücklässt, weil nicht das drin ist, was draufsteht. Nun bist du natürlich auch jemand, der ganz andere Sachen normalerweise auf seinem Spieltisch haben will. Und vielleicht, also ich frage mich gerade zum Beispiel, ich meine, du bist schon überhaupt so der haptische Mensch. Wenn es jetzt zum Beispiel für dein Mansion of Madness eine Würfelspielversion gibt, wo ich mir sage, warte mal, da sind doch auch schon Würfel drin. Aber immerhin, es gibt ja eine Verkartenspielung. Weißt du, wenn es für Mansion of Madness eine Würfelspielversion gibt, würdest du dich davon angemacht fühlen oder wärst du skeptisch? Wahrscheinlich wäre ich erstmal skeptisch, aber was ja nichts heißen muss, dass es nicht trotzdem jemand hingekriegt hat, dass in das Feeling, was ich bei dem Spiel habe, wie immer das auch machen soll, ich habe keine Ahnung, in ein Würfelspiel zu gießen, bin ich ja auch vollkommen zufrieden. Das ältere Zeichen. Ältere Zeichen, das ist, glaube ich, ein gutes. Das ist, glaube ich, ein gutes. Ja, das ist eher auch Arkham nur ein Horror. Kniffel. Das ist ein Arkham Horror als Würfelspiel. Ja, finde ich aber auch in dem Sinne. Es heißt nicht Arkham Horror, das Würfelspiel, es heißt Elder Sign.
Meinst du, es hätte sich besser verkauft als Arkham Horror, das Würfelspiel? Das ist mir doch als Spieler scheißegal, ob ich das besser verkaufe, weil da Arkham Horror draufsteht oder nicht. Es spielt ja in demselben Universum. Ich rede davon, dass die Erwartungshaltung bei mir eine andere ist, dass ich nicht erwartet habe. Ich finde, René, ich versuche gerade davon zu reden, wäre deine Erwartungshaltung erfüllt gewesen, wenn es Arkham Horror das Würfelspiel geheißen hätte? Nein. Weil das kein Arkham Horror das Würfelspiel ist. Genau. Also können sie noch ein Arkham Horror das Würfelspiel machen? Wenn sie es hinkriegen. Hat einer von euch Destiny gespielt? Nein. Ich auch nicht. Wie gesagt, ich habe nichts gegen die Spiele. Ich bin auch gerne bereit, diese Würfelspiele zu spielen und finde auch manche Würfelspielumsetzungen toll. Ne? Aber diesen Marketing-Stunt drumherum finde ich etwas bedenklich. Oder was heißt bedenklich? Ich finde, mich stört er. Muss ja nicht hier alles stören. Ja, aber dann machst du mal kurz das Internet auf und dann liest du dir mal eine Rezension durch und weißt du, wo deine Erwartungshaltung hinzugehen hat. Ja, natürlich. Dann können wir auch hier beenden und sagen, mach Google danach und aber so klang es von deiner Seite, René. Sorry, dass wir dich jetzt in die Ecke treiben. Lass uns mal kurz die Frage wechseln. Wir haben hier im Chat den lieben Sven, der fragt, ob Würfelspiele nicht auch als Gateway-Games für Spieler da sein könnten. Ich finde die Frage gut. Ja, das würde ja aber implizieren, dass Würfelspiele immer die vereinfachte Version von etwas sind. Haben wir irgendein Würfelspiel, was nicht einfacher ist als die dazugehörige Grundwelt? My Village. Ja, ich meine jetzt außer der Ausnahme, die bestätigt, was die Regel ist. Roll for the Galaxy finde ich jetzt auch nicht so einfach. Ja. Es ist schon, ja, ich finde es nicht so gut wie Race for the Galaxy, aber ich würde es jetzt auch nicht als einfacher bezeichnen. Ja, aber an sich sind die Würfelspiele-Versionen ja eigentlich immer dann doch irgendwie. Aber für Einsteiger finde ich sie manchmal aber auch, also natürlich ist es so ein Skull King oder sowas, also so, wenn du bei diesen Kniffel-Varianten bleibst, glaube ich, ist es relativ einfach, aber so etwas komplexere, jetzt also zum Beispiel Nations, würde ich jetzt nicht als Gateway-Einsteigerspiel bezeichnen. Aber es ist schon einfacher als das Brettspiel. Ja, aber immer noch kein Gateway-Spiel an der Stelle. Okay, aber also zum Beispiel, ich finde, dass Istanbul das Würfelspiel definitiv in der roten Kategorie ist, deutlich gatewayiger als Istanbul das Brettspiel. Gatewayiger, sehr schönes Wort. Aber immer noch nicht ein richtiges Gateway-Spiel für wenig oder Familienspieler. Naja, die Frage ist so, wo ist, ne, wenn wir jetzt jedes Spiel da zur Diskussion stellen, ist das ja auch nicht zielführend, aber so, natürlich nicht. Kann, glaube ich, schon sagen, dass die wahrscheinlich, also der Großteil der Würfelspiel-Umsetzung schon ein bisschen auf die leichtere Seite fällt zu dem Grundspiel, Vaterspiel, Ursprungsspiel. So als grobe Annahme. Ja, und welches davon würdet ihr jetzt als Gateway-Spiel mitnehmen? Also ein Bonanza-Würfelspiel war schon oft ein Gateway-Spiel, weil ich es auch tatsächlich ausreichend einfacher finde, als Bonanza zu erklären. Und ich habe wirklich viele freudige Abende gehabt und ich habe ein paar Bonanzas gekauft und verschenkt. Also ich habe sie verschenkt und mir dann ein neues kaufen müssen, so rumformuliert. Die haben dir das geklaut, meinst du wohl? Ja, das war so ein, das kann gleich hier bleiben. Weiß ich nicht, ich habe das Bang, das Große nicht gespielt, Anführungszeichen Große, aber ich glaube, das Würfelspiel ist auch so ein schöner Einstieg auch in diesen Mechanismus, oder? Bang, das Würfelspiel? Kenne ich nicht. Auch du magst es auch nicht, ich weiß, Matthias. Ich bin jetzt auch nicht der größte Freund von Bang, daran liegt es. Also vielleicht wäre das was anderes, wenn, ich überlege gerade, wie das wäre, wenn jetzt Ted Alsbach mit seinem One Night Ultimate Werewolf, von dem er jetzt schon, ich weiß nicht, die 17. Version rausgebracht hat, weil das, was ich ihm auch total gönne, wo ich ihn auch ein bisschen drum beneide, wenn der jetzt, also ich meine, der bringt jetzt sogar ein One Week Ultimate Werewolf Legacy raus, wenn der jetzt ein
One Die Ultimate Werewolf rausbringen würde, also als Würfelspielversion. Das frage ich mich gerade, wie er das hinkriegen würde, aber ich traue es ihm zu. Ja. Gibt's, ich frage mich, also ich denke mir die ganze Zeit so, es gibt doch bestimmt irgendwelche Würfelspielversionen, die noch mal deutlich knackiger sind als die dazugehörigen. Was heißt denn knackig? Na, wirklich eins, wo ich mir denke, so, das ist mindestens eine Kategorie weiter oben. Aber mir fällt natürlich auf Anhieb keins ein. Also wir haben jetzt, wie viel stehen jetzt hier in der Liste? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, das sind ja nicht alle. Das sind die, die uns gerade mal eingefallen sind. 21 haben wir jetzt hier drin stehen. Naja, alle habe ich jetzt ja auch noch hingeschrieben. Aber Boardgame Geek geht wieder. Es gibt übrigens auch einfach genial das Würfelspiel. Aber wir werden jetzt nicht darüber reden. Ja, aber ansonsten ja, als letzten Punkt haben wir noch, wenn jetzt keinem mehr was einfällt, einen kleinen Vorausblick. Nee, so weit sind wir dann noch nicht. Okay. Wir haben eine ganz entscheidende Frage gar nicht beantwortet. Also unabhängig von dem ganzen Marketinggedöns, was ist denn das Reizvolle an Würfelspielen? Ich habe die Antwort, Herr Lehrer, die Würfel. Super, weil? Fertig. Ich kann dir genau sagen, also im Endeffekt beschimpft mich ja Arne immer hier bei Dungeon Crawlern gewürfelt. Eigentlich ist ja jeder Dungeon Crawler auch nichts anderes als ein großes Würfelspiel mit viel Schnickschnack drumherum. Ja. Deswegen bin ich Würfelspielen auch grundsätzlich nicht abgeneigt. Was ich bei Würfelspielen grundsätzlich immer spannend finde, ist, du musst halt mit dem, was erwürfelt wurde, was also zufällig da hingekommen ist, erstmal haushalten und auskommen, was du da erwürfelt hast. Und jetzt gibt es ja dann die verschiedenen Mechanismen, dass ich Würfelwürfe verändern, manipulieren kann oder austauschen kann, was auch immer, oder neu würfeln kann. Aber erstmal bin ich halt dem ausgeliefert, was das Glück in Anführungszeichen mir erstmal darbietet und wodurch Ich muss gerade an unsere Folge denken, Euro versus a Mary, wo einer in den Kommentaren wirklich, finde ich, eine der besten Erklärungen ever geliefert hat, nämlich ein Euro-Spiel ist es, wenn du würfelst und dann basierend auf dem Ergebnis eine Entscheidung triffst, und ein Mary-Spiel ist es, wenn du eine Entscheidung triffst und basierend darauf würfelst. Und das, finde ich, das trifft es sehr gut. Und das klingt irgendwie anders. Weißt du, ich kenne das auch bei Descent. Ich treffe diese Entscheidung, ich greife an, ich würfel. Okay, das ist das Ergebnis. Entscheide mich bei Mansion of Madness, dieses und jenes zu machen. Ich würfel. Bei Bubu, ich würfel. Okay, was mache ich jetzt mit diesem Würfelergebnis? Das ist ja also, der Punkt ist, ich glaube, was Würfel tatsächlich Spannendes machen, ist halt wirklich natürlich dieses Haptische. Du hast was in der Hand. Du hast ein Zufallselement, dem du auch den Zufall zutraust. Ich meine, auch ein Kartenstapel ist ein Zufallselement, der genau dasselbe abbilden kann wie Würfel, aber das wirkt weniger emotional. Und die Würfel, die erzeugen diese Emotionalität. Und nicht umsonst diese ganzen Warhammer und solche Sachen, das sind ja auch welche, wo unabhängig von dem ganzen Ohren, ich schiebe das hier und der Millimeter noch dort, das Entscheidende sind die Emotionen, die mit dem Würfelwurf passieren. Und ich frage mich echt, warum diese Emotionen in diesen Würfeln so drin hängen. Aber diese Emotionen, die man haben will, sorgen auch dafür, dass die Leute sagen, lass uns eine Würfelspielversion machen. Naja, Würfel hast ja die Kulturgeschichte der Würfel. Ich meine, Würfel gibt es schon wie lange? Seit den Römern? Oder wo hat man und länger. Gefunden? Die wurden aus irgendwelchen Knochen gemacht, genau. Und ähnliche Sachen, ja. Das ist halt wahrscheinlich immer schon so dieses, der Urtyp eines Spiels, einfach ein Würfel. Ja, sich dem Schicksal quasi hingeben. Genau, ne? Einfach würfeln und gucken, was passiert. Oder ja, das die Emotionen sind wahrscheinlich dort höher als, bei Sky King ist es halt so, du hast nur noch einen Würfel, jetzt musst du die richtige Zahl würfeln. Sonst kriegst du den Stich oder du willst ihn nicht haben oder so. Und bei dem Kartenspiel legst du halt die Karte hin.
Das ist halt. Ja, das und ist bei Skull King, wenn du sagst, ja geil, ich habe den Skull King Würfel, dann würfelst du eine Scheißflagge, genau. Genau. Und, oder du sagst, den will ich nicht mehr haben und dann würfelst du mit dem gelben Würfel noch eine 7. Ganz genau. Genau. Und ich glaube, das ist so diese Quintessenz, diese Unberechenbarkeit der Würfel. Ich kann verstehen, wenn Spieler sagen, nee, das will ich nicht haben, ich habe zu wenig Kontrolle darüber. Aber manchmal will man ja sowas haben. Findet ihr es wichtig, wie viele Seiten die Würfel haben? Ich meine, 90% der Spiele verwenden 6-seitige Würfel, aber ich erinnere mich, bei Mansion of Madness waren es 8-seitige Würfel, was ja auch von der Verteilung her dann also so eine Varianz gibt. Im Rollenspiel verwendet man auch gern noch 10, 12, 20-seitige Würfel. Es gibt sogar eins, das nur mit 30-seitigen Würfeln arbeitet. Auch auf Formula D lebt ja davon, dass du mit einem höheren Gang eine höhere Varianz hast, indem du einen höheren Würfel nimmst mit mehr Seiten. Wie wichtig ist das, wie viele Seiten so ein Würfel hat? Ich hasse es, diese 4-Seiter zu werfen. Okay, das verstehe ich. Diese pyramidenartigen Würfel. Das weil du sie nicht vom Tisch hochgehoben bekommst. Die kriege ich schon vom Tisch hoch, aber die fühlen sich immer so richtig unbefriedigend. Die plompen nicht über ein Spiel, also die hoppeln nicht über einen Spielplan, oder wie nennt man das? Oh ja, ich weiß genau, was du meinst. Also so ein Würfel, der soll auch rollen. Flump und er liegt denn da. Die machen keinen Spaß, dann kann ich auch eine Karte hinspielen. Das ist übrigens einer der Gründe, warum ich Würfelbecher nicht mag. Ich habe welche, aber ich benutze sie selten bis nie, weil beim Würfelbecher, da schüttelst du, dann machst du zack und dann liegt das irgendwie. Und ich will dieses Gefühl haben, die Würfel rollen über den Tisch. Also da gibt es ja auch Warhamster, glaube ich, war das. Was haben die da gespielt? Beim Knights of the Dinner Table Comic. Da haben die auch so ein Rollenspiel gespielt. Und da gab es, als sie das mal rausgebracht haben, gab es wirklich Regeln, wie man die Würfel über den Tisch würfelt, wie die Handbewegung dabei ist. Weil das auch alles entscheidend ist für das göttliche Karma, wie die Würfel ankommen. Und das fand ich einfach nur grandios. Ja, aber das. Also als alter Rollenspieler hat man das ja auch früher gehabt. Es gab Leute, die hatten eine ganz spezielle Würfeltechnik, zumindest bei uns war das so. Die hatten die Würfel, weiß ich nicht, die schüttelten die Hand so 3 Minuten lang, bis die Würfel alle die richtige Augenzahl zeigten, in einer Reihe, so im Mittelfinger zwischen Ringfinger und Zeigefinger eingeklemmt, die dann die Würfel einfach nur klock umkippen konnten und dann das gewünschte Ergebnis gezeigt. Ich bin wahnsinnig geworden, wenn das einer aus unserer Spielrunde immer gemacht hat, bis wir ihn dazu verdonnert haben, doch ordentlich mal die Würfel zu werfen, endlich mal einfach mal rollen lassen. Nicht einfach so. Glock. Ich habe bei einem, ich habe ja früher Yu-Gi-Oh! Turniere betreut und einer unserer Judges, der konnte wirklich mit einem Würfelbecher schummeln. Also dem hast du so diese typischen Casino-Würfel gegeben, der hat sie in den Würfelbecher getan, der hat das dann damit gewürfelt und der hat gesagt, was er gewürfelt hat und hat dann hochgehoben. Dann hat er den Würfelbecher wieder drauf gemacht. Hat das Ding komplett durchgeschüttelt und dachte so, okay. Und dann hat er gesagt, jetzt habe ich das Ergebnis gewürfelt. Hat hochgehoben und es war das Ergebnis. Also, da ist so viel Sleight of Hand und ähnliche Sachen möglich, dass ich auch an der Stelle sage, also, auch weißt du, schön, dass er mit 3 Minuten da irgendwie versucht, das zwischen den Fingern, das ist ja dann auch Anfängerniveau. Ja, natürlich. Ja, und aber trotzdem hat er immer aufgeregt, zu sagen, komm, wirf deine scheiß Würfel endlich und lass uns mal gucken, was dabei rumkommt. Nein, es musste. Ja, und dann sehr die Würfeltürme und die Würfel, die Würfelwiesen, also diese Bilderrahmen, die jeder jetzt hat, wo man dann die Würfel reinwirft und so, das ist ja auch alles so ein bisschen, sage ich jetzt mal, Ritual. So wie ich Leute kenne, die ihre Würfel zwischen 2 Rollenspielrunden ins Tiefkühlfach packen, damit sie da sich abkühlen, damit sie besser würfeln. Also ich Würfel haben tatsächlich irrsinnig viel, also ich meine, wenn wir alleine merken, wie viele Geschichten wir zu Würfeln rankriegen, diese Emotionen, und ich finde es dann auch völlig verwunderlich, dass ich noch kein Agricola-Würfelspiel gesehen habe. Jetzt kommt's. Echt? Ja, hey, also, wo du es angesprochen hast. Ja, gut. Also Hinweis an Lookout, Agricola-Würfelspiel, macht mal bitte. Naja, ist der Herr Rosenberg den Würfeln zugeneigt?
eher und wie Nanza das Würfelspiel? Ah, ja, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber. Ja, ja, das ist schon richtig. Aber du weißt, eins der coolsten Spiele von Herrn Rosenberg ist Männer und Frauen, ein Partyspiel. Er erwähnt es immer wieder, kriegt es jedes Mal wieder unter. Weil ich es echt gut finde. Es macht sogar Spaß. Also so für Leute, die nochmal ein witziges Partyspiel suchen, einfach mal so eine Empfehlung irgendwo. Vielleicht findet man es ja secondhand. Ich habe gerade eBay aufgemacht. Ich besorge mir das jetzt. Alles klar. Irgendwo muss das Patreon-Geld hier hin. Männer und Frauen bei eBay zu suchen, das hat die auch einen super Besuchbegriff. Männer und Frauen. 79,99. Neu und noch versiegelt. Ach nee, lass mal. Aber was die Emotionen sind natürlich richtig und ich glaube auch, es gibt nichts Schöneres, als bei dem Würfelspiel den Würfeln nachher die Schuld zu geben, dass man verloren hat. Oder dass irgendwas nicht geklappt hat, so wie man wollte. Weil dann der eine Wurf nicht das Ergebnis gebracht hat, was man jetzt unbedingt gebraucht hat. Oder die bekannte Situation, dass ich bei einem Mitspieler zum Beispiel, wenn wir gegeneinander spielen, würfel ich immer schlecht für mich und er wirft göttlich. Spielen wir ein kooperatives Spiel, ist er der absolute Würfelversager und wir verlieren jedes Spiel, weil er so grottig würfelt. Ja. Ja, das ist hast so. Du aber du hast auch wirklich, dass du dieses Gefühl hast, so du hast Pechgriffel, weil es gibt so Spieler, wenn die würfeln, dann würfeln sie grundsätzlich schlecht, egal mit welchen Würfeln. Und es ist dann immer so, dass er sagt, don't touch my dice, fass die bloß nicht an, sonst bringst du Unglück. Ich kenne das. Aber Würfelspiele, also das Würfel, Punkt, 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 das Würfelspiel ist ja eher meistens so auf der kürzeren Seite, oder? Oder ja. Gibt es da so, naja, es gibt natürlich wieder also Ausreißer. Außer dem My Village, das wir schon erwähnt haben. Oder dem Roll for the Galaxy. Aber ansonsten sind das ja gefühlt doch eher die kürzeren Vertreter des Spiels. Oder? Ich weiß jetzt nicht, wenn du wieder dein Würfelbonanza reinbringst. Nee, das ist auch kürzer, finde ich. Also das ist ja Pandemie ist kürzer, das Nations ist kürzer, Istanbul ist kürzer, Skull King würde ich als gleich lang, aber kürzer, Katan ist definitiv kürzer. Boah. Es ist schon auch der naja, wir sagen ja auch, die sind ja meistens ein bisschen einfacher. Das hängt wahrscheinlich das zusammen. Also es kann natürlich auch sein, dass das in dem Sinne mit reinspielt, dass du dadurch, dass du natürlich ein bisschen Kontrolle an den Würfel abgibst, genau. Dass der Würfel also dafür sorgt, dass du ein bisschen mehr Chaosfaktor hast, dass dadurch natürlich die Überlegungszeit natürlich gekürzt wird und dadurch das Spiel schon alleine deswegen schneller geht. Naja, oder es durch die kürzere Spieldauer macht eine Niederlage aufgrund des schlechten Würfelwurfs weniger aus. Ne, das ist ja, wenn du so ein 2,5-Stunden-Spiel spielst und irgendwie es scheitert irgendwie an 3 Würfelwürfen am Ende, dann ist das auch sehr unbefriedigend. Was eine Sache ist, ist tatsächlich, dass in Würfelspielen tatsächlich sehr, sehr oft auch Würfel oft gewürfelt würden. Also da versucht man das ja aufgrund der hohen Zahl auszugleichen, dass du öfter würfelst. Also bei einem, sage ich jetzt mal wirklich, bei dem Bonanza-Würfelspiel würfelst du, wenn du dran bist, ja bis zu 7 Mal, also meistens sage ich jetzt mal 2, 3, 4 Mal. Und das geht ja dann wirklich rum, da würfelst du sehr, 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 sehr oft. Bei einem Pandemie-Würfelspiel, da würfelst du sowohl die Würfel, die Seuchenwürfel, die du rausziehst, als auch 2 oder 3 Mal diese Würfel von deinem Charakter. Beim Skull King-Würfelspiel, da würfelst du halt jeden Würfel nur 1 Mal in die Mitte, aber natürlich geht das reihum, dann 6, 7, 8 Mal. Also bei Würfelspielen wird sehr, sehr viel gewürfelt, um durch viel Würfeln halt einen Ausgleich zu schaffen für dieses Zufallselement. Das gleicht das aus. Ich meine, ich glaube sogar beim Bubu-Würfelspiel würfelst du öfter als beim Bubu. Darf ich Bubu sagen? Nein, wie heißt das richtig? Die Burgen von Burgund. Das Würfelspiel. Genau. Wir haben gar nicht über UNO das Würfelspiel geredet. Das fand ich auch richtig schlecht. Das kam aber in der Metallschachtel her. Gut, das ist nochmal erwähnt. Hast. In der Dose. Ich habe neulich Duo gespielt und dann würde ich lieber Uno das Würfelspiel spielen. Oh. Wir haben auch nicht über Katan das Würfelspiel gespielt und das finde ich gut. Katan das Würfelspiel, ach, das ist immer das, was auch so ein bisschen immer im Billig. Roll and Ride, im Billig. Du brav stückchenweise die Straßen ankreuzt, die Siedlungen etc. Das ist auch irgendwie immer billig zu bekommen, habe ich das Gefühl. Ja, aber ist auch ein Dauerbrenner. Also. Und
auch was ich in letzter Zeit immer öfter erwähne, weil ich merke, gerade wo dieser Roland Wright Hype derzeit ist, das Zoloretto-Würfelspiel. Auch ein hervorragendes Roland Wright, wo sie, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr neue Blöcke rausgebracht haben, wo du nicht nur diesen einen hast, der im Spiel ist, sondern drei weitere verschiedene, also insgesamt vier verschiedene. Das ist auch ein Würfelspiel, was deutlich schneller geht als das Brettspiel, was ich total cool finde. So, bin ich jetzt auch noch losgeworden. Jetzt sind wir, jetzt haben wir jetzt alle erwähnt hier? Nein, wir haben nicht alle erwähnt, aber ich würde einfach sagen, wir machen jetzt weiter und der René geht einfach mal ins nächste Element. Ja, wie gesagt, das war jetzt eigentlich noch jetzt der Abschluss oder noch so einen kleinen Ausblick. Weil wir hatten auch im Vorfeld schon darüber diskutiert, das Würfelspiel, da können wir doch direkt noch hier das Kartenspiel mit abhandeln. Da haben wir uns aber dann dazu entschlossen, okay, ich glaube, da gibt es auch genug drüber zu erzählen, dass wir das in eine eigene Sendung packen. Ja. Ja, und werden jetzt hier nicht weiter auf die Punkt, 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 das Kartenspiel-Umsetzungen gehen, die den eigenen Kosmos haben. Von daher. Das kommt in 4 Wochen. Genau. Ja. Bretterwisser, der Kartencast, das sind 4 Wochen. Bretterwisser, Punkt, 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 das Kartencast. Kartencast. kommen wir jetzt langsam zum Ende. Was habt ihr denn noch so an Würfelspieladaptionen oder Verwürfelungen? Das finde ich eigentlich einen sehr geilen Begriff. Wie ist es denn? Verkartungen? Verkartungen klingt Käse. Verkartungen klingt schon gut. Klingt fast wie Kater, aber ja. Genau, also würde ich auch so sagen. Leute, lasst uns wissen, welche Würfelspielversion mögt ihr besonders? Stopp, welche findet ich habe noch eine gut? Idee. Ja. Aha. Was willst du denn verwürfelt haben, was es noch nicht gibt? Genau. Gibt es ein Spiel, wo ihr gerne Würfel... Nein, du sollst gerne unterstützen. Sagen. Na, ich habe schon Agricola genannt. Ach so, René? Da bei mir meistens Würfel dabei sind, ist das schwierig. Das hat bei die Burgen von Burgund auch niemanden gestört. Also das zählt nicht. Ja, und Masmara war ja schon die Verwürfelung von Arcadicus. Das hat nicht gut funktioniert. Komm, sag es. Camel Up, das Würfelspiel. Herr der Ringe, das Würfelspiel. Das Würfelspiel zum in der LCG-Version, meinst du da? Genau. Oh, das wäre ja Schnieke. Okay. Obwohl, das gibt es doch, also in Anführungszeichen hier von Whiskits, das Quarriors-Ableger, ne? Der Quarriors-Ableger, ja, das gibt es, aber das ist tatsächlich, finde ich, dann noch mal was anderes. Obwohl das wahrscheinlich in die Richtung geht. Deswegen hatte ich ja vorhin nach diesem Star Wars Destiny gefragt, weil das ja auch so ein Kartenwürfelspiel ist, wo es aber auch entscheidend ist, welche Würfel du hast und so, und das kommt ja irgendwie bei den ganzen. Oder Battlestar Galactica, das Würfelspiel. Battlestar Galactica, alles klar, dann haben wir uns entschieden. Arne, und bei dir? Ja, ich gucke gerade, ich habe gerade meine App aufgemacht. Alles für die Tonne, das Würfelspiel. Muss die Würfel. Dominion, das Würfel. Ja, daran habe ich auch gedacht, aber das war auch so. Ja. Macht das Sinn? Ich meine, dann hast du einfach einen Backbuilder, also Backbuilding-Game. Da gibt es ja. Sind Backbuilder effektiv die Verwürfelungen von Dominion? Ich meine, Quarriors war effektiv die Verwürfelung ja, aber das ist, von das Dominion, ist ja, aber dann das doch ist anders. Ja, das liegt ja eher Richtung Thunderstone, ist das ja eher von der Thematik. Also fehlt noch das Quarriors für Dominion? Das ist. Ja, denn. Also ich finde, Quarriors war wirklich eher Dominion als Thunderstone, weil. Ach nee, ja, nee, hast recht. Nee, du greifst doch da auch den Gegner an. Also greifst du ja den Gegner an, aber. Also was fehlt, ist eigentlich so die Verwürfelung von Ascension. Oh, die könnte wahrscheinlich sogar funktionieren. Oh, das wären so wirklich aber richtig viele Unique-Würfel in einer Kiste. Ja, aber bei Quarriors sind es ja auch. Da gibt's jetzt, Quarriors gibt es jetzt nochmal eine Complete Edition, ne, habe ich gehört. Ja, habe ich gesehen. Alle Erweiterungen und alle Promos und so. Und ich denke mir so, ja, das könnte ich mir nochmal vorstellen. Ja, aber auf Englisch? Auf Deutsch? Mich stört das jetzt. Also das bisschen Text kriegen wir hin. Nee, ja, ich würde das auch hinkriegen. Nur das widerspricht meiner Regel. Also ganz. Ja, ich weiß, was du meinst. Wolltest doch keine Erweiterung kaufen.
wenn ich euch nachher noch sage, was ich mir noch besorgen will, hört alles auf. Ja, aber dann, jetzt wieder an unsere Hörer. Was wollt ihr würfelmäßig umgesetzt haben? Oder haben wir noch ganz tolle Würfeladaptionen vergessen, übersehen oder sonstiges gemacht? Oder sollte Arne mehr Erweiterung kaufen? Oder sagt ihr, es gibt zu viele Würfelspiele und ihr seid Renés Meinung gesagt, das ist alles nur böse Marketing-Geschichte. Ich hab nicht gesagt, dass es zu viele gibt. Aber ihr wollt weniger. Könnte ja auch sein, dass ihr sagt, es gibt ein paar zu viele und ihr wollt nennt uns die Gründe, warum, wenn nicht. Genau. Oder mögt ihr überhaupt keine Würfelspiele, sagt ihr, Würfel sind evil. Werkzeuge des Teufels. Sowieso. Also da D&D ja auch dich dazu bringt, dass du Satan anbetest, wahrscheinlich schon. Das muss an den Würfeln. Satan. Das heißt übrigens Katan. Vernimmt man der Autokorrektur mal raus. René, du kennst das bestimmt, oder? Dass ich Satanist bin. Satan. Gab's doch mal bei 1 Live. Das Hörspiel? Nee, 1 Live habe ich nie gehört. Ach so, WDR 2. Ja, habe ich auch nicht gehört. Habe ich nicht. Du wohnst auch in Berlin, nicht im Sektor. Crazy, man. Genau. Gut. Von daher kommen wir jetzt mal zum Ende. Schreibt das in die Kommentare oder tweetet das oder schreibt einen Facebook-Kommentar oder was auch immer für ein Medium ihr nutzen wollt. Ihr könnt auch unsere Postkarten schreiben. Oh, Postkarten, habe ich gehört, ist jetzt der heiße Trend. Ja. Ja. Aber wir sind nicht auf Mastodon unterwegs oder sonstiges. Wir bleiben auf den bekannten sozialen Netzwerken. Wir tuten nicht, meinst du? Nee, wir tuten nicht. Wir tweeten weiterhin. Ja, nicht in Echtzeit. Ja. Für nächste Woche haben wir auch schon was vorbereitet. Da kommt auf jeden Fall was Nettes. Und in 2 Wochen werfen wir wieder einen Blick auf Essen. Es ist wieder soweit. Pringles Chips Hot and Spicy, werfe ich gerade einen Blick drauf. Nicht auf das Essen, sondern auf die Spielemesse. Ach so. Aber immerhin was zu knabbern und nicht was zu trinken. Sieburg Zitrone, Kalorien. Nee, wir fahren nicht nach Trinken, wir fahren nach Essen. Trinken? Gibt es Trinken in Deutschland? Bestimmt. Gut. Arne, nein. Man hört dich immer noch knuspern. Also, vorhin habe ich die ganze Zeit ausgemacht, mein Mute-Button habe ich vorhin weggemacht. Gut, von daher hören wir uns dann in einer bzw. 2 Wochen dann mit einer großen Folge wieder. Bis dann wünschen wir noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend. Adieu. Tschüss. Bye-bye. Das ist meine 1, 2 oder 3 Musik übrigens. Nee, die kenne ich nicht. Wie, die kennst du nicht? Nee, die habe ich echt noch nicht vorher gehört. Kennst du die Drollingen nicht? Matthias. Wir haben nicht über Dice Forge geredet. Das war meins. Was, wer hat über was? Wir haben nicht über Dice Forge geredet. Ist doch kein Würfelspiel. Ja, aber es ist effektiv auch eine Verwürfelung eines Deckbauers. Ja. Ich meine, du hast ja dann sowas wie wie hieß dieses Deckbauspiel von Pegasus, wo dieses Mystic Veil. Mhm. Dice Forge ist effektiv die Verwürfelung von Mystic Veil. Ja. So, egal. Wir sind jetzt aber im Rückblick, habe ich gehört. Was hatten wir denn? Ja, Matthias hat ja vorhin schon vorgelesen. Was nicht heißt, dass ich mich an irgendwas anderes in der Sendung erinnere. Ich habe noch gar nicht umgebaut. Ich muss ja erstmal die Drollinge hier spielen.
Das hättest du ja während den Drollingen machen können. Nee, das geht ja nicht. Dann geht ja das ja weg. Das geht ja mit den. Ausreden. Ach, das geht ja nicht. Ausreden gehen immer. Denn heute wollen wir uns ein bisschen das Thema Spielecafés kümmern. Und da kann der Hendrik aus sehr guter Erfahrung berichten, denn sehr viele Spielecafés gibt es in Toronto, wo der Hendrik zurzeit lebt. Ja, ich habe den Bumper vergessen. Erinnerst du dich? Ja. Das war eine coole Sendung. Weil, also ich meine, der Hendrik ist eh eine coole Socke. Ich hoffe, der schafft es dieses Jahr nach Essen, weil der ja mit seinem Kind irgendwie letztes Jahr ausgefallen ist. Aber das wäre echt, also den würde ich mich freuen, den mal wieder zu sehen. Ja, und mittlerweile müssen wir aber gar nicht mehr nach Toronto blicken. Ne? Ja, das hat sich viel getan. Da kommen wir, gleich in 20 Minuten. Okay, Arne, führe uns durch die Sendung. Nee, oder Moment, ich baue noch mal kurz um, dann kann ich schon mal vorgreifen. Nein. Führ uns durch, wie du das wolltest. Nein, alles gut. Weil es ist so ein Satz gefallen, wo ich gedacht habe, ja, René will jetzt, ja, ich weiß schon, wo René hin wollte. Und ich bringe da mal eine Aussage auf jeden Fall, da muss ich so lachen. Ich weiß, ich meine, ich war jetzt auch, ich komme ja aus Hamburg und ich war auch den ganzen Sommer in Hamburg dieses Jahr. Also ich kann mir auch vorstellen, dass so, gerade so eine Kneipe da auch funktionieren könnte, denn. Tja. Wir freuen uns, dass das Würfel und Zucker aufgemacht hat. Sowas da wolltest du doch gerade hin, René, oder? Das war bestimmt die Initialzündung. Die Sendung war die Initialzündung? Ja. Das könnte uns die Chefin mal bei Gelegenheit beantworten. Also ich meine, ich bin mir sicher, sie hört uns, dann soll sie uns einfach mal sagen, war das Initialzündung oder wollte sie das schon eh vorher oder nachher? Bretterwisser Nummer 23, sehr gut. Wollen wir erstmal mal kurz in die Spiele abbiegen oder sollen wir gleich im Hauptthema bleiben? Ist egal. War bei den Spielen was Spannendes? Ich habe natürlich. Ich weiß noch, was Hendrik vorgestellt hatte. Das war nämlich, glaube ich, 1775. Ja, da hast du recht. Weißt du noch, was du vorgestellt hättest? Nein, aber ich weiß, dass ich die 1775 seitdem spielen möchte und es noch nicht getan habe. Ja, das Spannende ist, es waren zwei, also ich mache erstmal Matthias vorwärts. Und es funktioniert mit Kindern total super und es funktioniert auch ohne Kinder total super. Also für einfache Runden, und da denke ich jetzt vor allem halt auch an die Runden, an denen Arne sehr viel Freude hat, kann ich das Spiel echt empfehlen. Das macht eine Menge Spaß. Sage ich echt so belanglose Sätze, dass ich keinen Blassen habe, worum es da ging? Das war jetzt der rätselhafteste Satz, den ich da raus, weil der Rest ist nämlich zu einfach. Ich hab noch eine weitere Hilfe. Also es funktioniert mit Kindern super und Arne spielt es auch. Also für Arne würde es auch passen, weil es ist ja nicht so kompliziert. Einfache Runden. Du weißt es noch nicht. Nee. Und es funktioniert mit Kindern total super und es funktioniert auch ohne Kinder total super. Also für einfache Runden, und da denke ich jetzt vor allem halt auch an die Runden. Das hatten wir ja schon mal. Ja, ich verwirrst mich. Ich dachte, so oft kann ich mich noch gar nicht wiederholt haben. Dann habe ich das, glaube ich, gerade. Moment. Und dann legt man eine seiner Handkarten als Dach oben drauf und die gibt halt vor, wie der nächste wieder die Häuserkarten drauflegen muss. Ich hab's natürlich. Das ist das Rhino Hero. Ja, oder Super Rhino. Nee, warum heißt es denn jetzt? Ja. Es ist nicht das Super Rhino, sondern das alte Rhino Hero. Das ursprüngliche, das wusste ich, dass das. Das war schon damals geil, das ist immer noch geil und das ist jetzt in der neuen großen Version eigentlich nur noch geiler geworden. Mhm. René hat auch was vorgestellt. Gut, dann steige ich mal mit meinem Spiel ein. Ich möchte heute über Marvel Dice Masters reden. Hey, Aquarius! Wo wir bei Verwürfelung sind. Ja. Aber wieso muss René nicht raten? Der hat ja immer keine Lust dazu. René, du hast keine Lust zu raten? René, du möchtest auch einen Rätsler haben aus seinen Spielen, dann mache ich das. Du hast auch gerne Rätsel und hast du schon ein paar Mal gemacht. Ja, dann versuche ich das weiter. Das ist halt ein bisschen mehr, da muss ich mehr nachdenken und so. Ja, aber das finde ich spannend, ob wir noch wissen, was wir da mal für einen Kram zusammengelabert haben. Ich nehme den Auftrag an. Gut. Ja. Aber Dice Master. Du hast auch noch ein Fazit. Soll ich das Fazit erstmal spielen, bevor du jetzt ausholst? Ja, mach mal.
mit diesen taktischen Raffinessen oder Elementen muss man halt dann sehr stark spielen. Wann setze ich was ein? Ich kann Spezialfähigkeiten der Würfel einsetzen oder der Helden einsetzen. Und das wird dann nachher sehr komplex und ist ein sehr schnelles, also halbe Stunde maximal, das ist schon zu viel, 20 Minuten ist eine Partie und klappt dann wunderbar. Wolltest du das gerade sagen? Nee, ist eigentlich in der Versenkung bei mir verschwunden. Ja, ich habe das Gefühl, dass sich das zu sehr aufgefasert hat, das ganze System. Es gab ja Dice Masters von X-Men und was weiß ich und ich wollte das ja auch mal spielen, aber hast du ja irgendwann Dungeons and Dragons Dice Masters und hier nicht da und Lizenzen XY. Nee, das fand ich noch nicht mal das Problem. Ich hatte eher so dieses, naja, es ist halt ein CCG. Sammelkartenspiel, ne? Ja, da hatten wir auch in der Sendung drüber gesprochen, dass das, ob das jetzt noch zeitgemäß ist. So ein System. Das kann ich, aber für mich auf jeden Fall nicht mehr. Ne? Das hat sich schnell dann verloren. Und so die Zeit und die Energie kann ich jetzt aktuell gar nicht reinstecken in so ein doch intensives Spiel, was du halt, wo du halt viel Geld und Zeit investierst. Ja, das ist jetzt halt so, das ist ja, da kommen wir wieder zu Keyforge, ne? Also du hast ja erst dieses CCG, also dieses Sammelkartenspiel, dann hattest du ja dieses LCG-Format, wo du halt vorgefertigte oder ja, immer die gleichen Sets kaufst, die du dann aber trotzdem noch zu einem Deck zusammenbasteln kannst. Und jetzt gibt es halt das Keyforge, wo das halt komplett wegfällt, aber so dieser Kern des Spiels oder dieses Konfrontative ja trotzdem beibehalten wird und sich halt so anfühlen soll wie so ein Deckbauer, den man aber nicht baut. Ja, das ist ja und so das ist dann so wie bei Dominion, wo du am Anfang ganz, ganz viele Karten zur Auswahl hast und dann kam irgendwie Spiel X, wo du dann nur noch 5 Karten jedes Mal zur Auswahl hast und ganz, ganz wenige Entscheidungen. Also Arne, diese Vergleiche stören mich. Diese Vergleiche stören mich. Ja. Also ich bin auch der Meinung, also dass das Dice Masters tatsächlich grandios ist, dass mir dieses Blind Purchase Ding aber eigentlich wirklich eine Sache zu viel war. Ja. Ich ja. Also weißt du, deswegen freue ich mich. Also ich meine, ich fand, regeltechnisch haben sie bei Dice Masters einige Sachen echt verbessert im Vergleich zu Quarriors. Aber ich freue mich jetzt trotzdem auf die Quarriors Komplettbox, weil ich keinen Bock auf Blind Purchase habe. Ja, die Zeiten sind, glaube ich, einfach vorbei. Ja, oder vorbei. Die Spielerschaft ist halt einfach gealtert. Oder wir sind einfach nur zu alt, weil ganz ehrlich, ich glaube, wenn du in einem jüngeren Alter bist, und da dürfen wir jetzt mal nicht vergessen, so ein Booster bei Dice Master, der kostet 1,50 €. Wenn du in der, sagen wir mal, 7. bis 10. Klasse bist, das ist im Taschengeldbereich, da kannst du dir zweimal die Woche oder dreimal die Woche so einen Booster kaufen, dann kannst du regelmäßig mit deinen Freunden auf dem Schulhof tauschen und spielen. Das ist vielleicht was für diese Generation und wir sind die Falsche. Ja, entweder hat man das Geld oder man hat die Zeit. Genau, das ist, ja genau, Teil 1 hat, fehlt das Geld und Teil 3 fehlt die Ideen. Und Teil 2 ist deswegen der beste. Ja, ich habe auch noch ein Spiel vorgestellt. Also ja, Dice Masters ja spielt so. Ich weiß nicht, gibt es da immer noch neue Sets? BGG geht gerade wieder nicht. Ja, da gibt es noch neue Sets. Da kommt noch regelmäßig was raus. Aber auf Deutsch jetzt nicht, aber auf, schon. Ja, auf Deutsch. Ich habe das ja, normalerweise müsste das ja so auf so einem Tresen stehen. Also wenn ich in den Spielebock gehe, dann steht da irgendwie, kannst du Magic Booster kaufen und Yu-Gi-Oh! Und was weiß ich, aber so ein Dice Masters habe ich da, glaube ich, nie gesehen. Also in meinem FLGS, Friendly Local Game Store, dem Gamers HQ in Berlin, da sehe ich regelmäßig noch Dice Masters auf dem Tresen. Also früher mehr, als es auf Deutsch rauskam. Jetzt, wo es auf Englisch rauskommt, sind es natürlich seltener, aber ab und zu sehe ich da noch welche. Aber die haben auch noch ganz viel hinterm Tresen, aber da gucke ich nicht hin. Da sind ja auch die verbotenen Sachen, das, was die spieltechnische Umsetzung von Zigaretten sind. Die Bückware. So, was hattest du vorgestellt? Dann fange ich mal an. Kleines Kartenspiel, kleine Schachtel. Ich möchte heute über Smash-Up reden. Smash-Up ist so quasi ein Kartenspiel, in dem es darum geht, dass irgendwie die verschiedensten Gruppierungen zusammengeworfen werden, die dann miteinander und gegeneinander kämpfen. Von Smash-Up? Ich schweiß das Fazit nochmal kurz hinten. Oder braucht man noch ein Fazit? Nö, nicht so. Finde ich witzig. Hä?
Da würde ich auch noch mal eine Complete-Box nehmen. Gibt es da jetzt nicht die zweite Geek-Box, die Geekia-Box in Englisch? Geekia-Box, genau. Es gab ja, die Geek-Box und es gab doch jetzt, gibt doch jetzt noch die Geekia-Box oder wie war das? Ja, also es gibt genau. Die Geek-Box, die war so groß, damit du die gesamten anderen Dinger zusammen halt in eine große Kiste packen konntest und ansonsten war die Geek-Box leer. Also das war so wie bei Trains, nur dass du die große Schachtel am Ende und nicht am Anfang kaufst und dann natürlich noch mehr Sets rausgekommen sind, gibt es jetzt die Geekia-Box, wo alles aus der Geek-Box plus die neuen Erweiterungen reinpassen, wenn ich es richtig verstanden habe. Es In der Spieleburg lagen neulich auch irgendwie im Angebotsstapel irgendwie so, ich weiß nicht, 4 oder 5 Erweiterungen verschiedene. Da habe ich so gedacht, oh, steigst du ja wieder ein, aber wenn du alle kaufst, dann bist du ja trotzdem irgendwie 60 € los. Da habe ich gedacht, ach. Ja, aber du brauchst halt nicht alle Erweiterungen. Du kaufst dir 1 oder 2 und dann war's das. Das reicht. Ach, Matthias, bei manchen Sachen braucht man ja noch alle. Also wenn das ist ja dann, Glück mag Arne keine Erweiterung. Das ist ja dann more of the same. Wer bist du? Hast du Arne gefressen? Das ist ja dann more of the same. Prost, das passt denn schon. Wobei, ich hatte da diese eine Erweiterung, da hattest du diese Prinzessinnen und die hatten alle den Wert 5. Alle. Das war so Hammer. Ja, also das Konzept finde ich halt irgendwie schon cool. Ich hab's nicht mehr im Moment. Das ist natürlich überhaupt nicht steuerbar, das Spiel. Also, ist halt. Das ist falsche Zielgruppe. Das ist Kategorie Fun. Das ist einfach. Ja, ja, deswegen. Das ist halt. Du musst dich da. Aber es wird dann halt mit 4 Spielern zum Beispiel sehr unübersichtlich, auch habe ich das Gefühl. Egal. Also, ich finde, das ist ein Spiel, das ich lieber zu viert als zu zweit spiele, weil zu zweit, das ist ja so durchrechnen. Ja, zu viert, aber dieses Chaos braucht das Spiel. Ja, okay. Gut. Ja, der Hendrik hatte. Und ich finde, es ist ein sehr gelungenes Wargame. Macht richtig Laune zu spielen. Also, das kommt schon sehr gut rüber, das Spielgefühl. Und es ist halt nicht zu kriegerisch. Also, wie gesagt, die Armeen sind Klötzchen und man würfelt, die Konflikte werden relativ schnell ausgewürfelt. Und das Spiel an sich dauert vielleicht 75 bis 90 Minuten. Und dann ist es meist auch durch. Also, es klappt sehr schön. Das war 1775. Weiß ich nicht. Krieg in Amerika. Academy Games. Ja, es gab in Deutschland, gab es das bei Schwerkraft. Ich gucke gerade. Ja, zumindest die ersten 2 Teile gab es bei Schwerkraft. Aber ich sehe es ja nicht. Der 4. Teil Wikinger war dann bei, Spieleschmiede drin. Aber ich sehe es hier. Ich sehe es hier nicht mehr. Also wir hatten The Birth of America, doch, das ist doch, glaube ich, hier, genau. Birth of America, genau. Ach, das war das mit dieser Grafik, da habe ich auch so gedacht, hä? kostet immer noch 70 €, wir haben uns damals auch über den Preis unterhalten, aber das willst du spielen? Ich würde es gern spielen, ich habe viel Positives dazu gehört. Du magst doch aber keine Wargames, dachte ich. Ganz ehrlich, nur weil da Wargame draufsteht, heißt nicht, dass es eins ist. Ja, wir hatten es auch gesagt, das ist das bessere Risiko in der Sendung. Ja. Oh ja. Lass uns mal ins Hauptthema abbiegen. Ihr wisst ja natürlich noch, was es war, ne? Ich weiß nicht genau, wer das allererste Spielcafé war, aber eins der ältesten, würde ich jetzt behaupten wollen, ist halt die Spielwiese hier in Berlin. Gibt's ja immer noch, ne? Ja, die gibt's immer noch. Spielt der Laden, also was spielt denn da die größte Rolle mittlerweile? Der Verlag oder der Laden? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, der Verlag. Also weil der Laden, es ist halt echt schwierig, sich so als Laden aufrechtzuerhalten, weil du so abhängig davon bist, dass immer wieder Laufkundschaft reinkommt und ähnliche Sachen. Aber der Michael hat sich da schon was aufgebaut. Also der Laden funktioniert tatsächlich sehr, sehr eigenständig. Ich glaube, der Verlag ist an der Stelle nur das, wo er jetzt mehr Zeit reinsteckt, weil der Laden halt von alleine selber läuft, ja. Du hattest noch einen Laden erwähnt. Mal gucken, ob es den noch gibt. Das wirst du mir wahrscheinlich gleich sagen. Dann gibt es in Dresden gibt's halt die Triangel, die auch sehr erfolgreich in Dresden ist, aber und versucht hat, das ganze Konzept in andere Städte zu exportieren, inklusive nach Berlin, aber immer gescheitert ist. Und dann ist es so, dass die meisten sich halt. Wie sieht denn dieses Konzept aus? Also, die haben einfach einen Spieleladen, wo du dir Spiele aus dem Regal nehmen kannst. Und dann in erster Linie ist es eine Gaststätte. Also, gerade das Triangel, das ist eigentlich sowas, wo du sagst, das ist eine normale Kneipe. Aber die haben halt da, am Tresen haben sie jede Menge Brettspiele und die Leute spielen natürlich auch. Pling. Gibt's die Triangel noch? Meines Wissens nicht mehr. Das habe ich nämlich fast gedacht. Also,
Ja, so, sie haben tatsächlich letzten Dezember, 30.12.2017, haben sie geschlossen. Ja, schade. Trotzdem schade, ne? So. Also ich meine, die wollten damals, wie gesagt, hatte ich ja auch gesagt, sich erweitern. Sie sind nach Leipzig gegangen, sind nach Berlin gegangen. Die sind sehr, sehr schnell wieder eingegangen. Aber das in Dresden hat sich sehr lange gehalten. Ist halt jetzt letzten Dezember dann zugegangen. Sehr schade. Ja, und dann reden wir natürlich jetzt über den Elefanten in Toronto. Elefanten im Raum in Toronto. Wenn ich da jetzt also dann angucke, Snakes and Ladders ist ja nun, ich nenne jetzt mal, der größte, bekannteste. Wenn ich da die Bilder sehe, denke ich mir so, boah, das sieht ja bei denen richtig, richtig schnieke aus. So, ich weiß jetzt nicht, ob das auf den Bildern nur ausreichend gut geschönt rüberkommt. Ja, genau, das ist ja dann auch noch die Frage. Oder ob das wirklich so cool da aussieht. Nee, das sieht schon sehr gut da aus. Also, die haben ja, ich meine, auch schon zweimal umgebaut in den 3 Jahren, sind jetzt bei 120 Sitzplätzen. Und ja, es ist ein großer Laden. Also das Würfel und Zucker sieht auch schnieke aus, wenn ich mir die Bilder angucke. Ich war leider immer noch nicht da. Ich muss ganz ehrlich gestehen, das ist eine Schande. Es ist eine Schande, ja. Aber wieso funktioniert der Laden? Weil wir an dem Konzept ein bisschen rum überlegt haben. Oder naja, die haben sich das Konzept überlegt und nicht wir. Ja. Gaststätte. Konzept. Und eigentlich kopieren sie alle sein Konzept, was so aussieht, dass man quasi eine Flat-Fee bezahlt. Also bei ihm sind es $5, die du bezahlst für ja, die Spielenutzung und so weiter. Und na klar, das ist noch ein Café, das heißt, man kann auch was trinken, was essen, muss aber nicht. Theoretisch muss man nicht, aber eigentlich essen und trinken schon alle Leute, wenn sie da sind. Und dann kann man theoretisch noch so lange bleiben, wie man möchte. Und was ich glaube, was halt so richtig gut funktioniert da, ist, dass er diese Game-Gurus hat, also Leute, Angestellte, die weder, ja, die keine Servicekräfte sind, sondern einem nur Spiele erklären. Das heißt, man kommt da hin, man wird dann erstmal von einem angesprochen und gefragt, ja, was habt ihr denn so vor, was kennt ihr denn schon so, was für Spiele spielt ihr gerne? Und die meisten Leute sagen dann auch, ja, wir kennen gar nichts, wir wollen Jenga spielen. Und dann sagt er, dann ja, entweder lassen sie die Leute Jenga spielen. Ja. Und dieses Konzept haben wir auch im Würfel und Zucker. Genau. Also da gibt es halt wirklich den Erklärbären, der das immer dann, der auch die ganzen Spiele erklären kann und soll. Und das ist tatsächlich nochmal ein großer Unterschied. Also in der Spielwiese gibt es den Erklärbären nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass das tatsächlich so ein Knackpunkt ist. Ich meine, natürlich hast du dadurch höhere Kosten, weil du ja der Game-Guru, der Henrik hatte das halt gesagt, ist halt auch nicht für einen Service oder irgendwas zuständig, sondern nur für die Spiele und die Spieler. Und klar, bringen die halt primär erstmal kein Geld rein, aber ja, du musst die natürlich auch bezahlen. Und das wird über die $5 Eintritt, die sie halt dort genommen haben oder nehmen, ich weiß nicht, wie es jetzt heutzutage aussieht, wahrscheinlich nicht viel anders. Ja, das ist, wie gesagt, das ist wahrscheinlich so der Knackpunkt, dass du da halt Leute brauchst, die Spiele erklären. Also es ist tatsächlich so, dass das Snakes and Ladders ja natürlich auch wirklich ausgebaut hat. Sie haben einen eigenen YouTube-Kanal, den sie regelmäßig bespielen, in dem sie viele Sachen zeigen. Sie sind auch Versandhändler geworden. Also sie bringen auch regelmäßig die Neuheiten aus Essen und sorgen dafür, dass die auch in Kanada halt also irgendwie zugänglich sind. Also ich bin gerade mal auf deren Seite. In Toronto haben sie 3 Läden jetzt mittlerweile und einer wird demnächst in Arizona aufgemacht. Das ist tatsächlich in dem Aber Sinne. Aber hast du denn beim Würfel und Zucker auch einen Eintrittspreis quasi? Ja. Ja. Okay. Weil ich finde, das ist so das, ja, Moment, wo ich in Deutschland Angst haben würde, zu verlangen, glaube ich. Da gibt es nämlich jetzt, haben wir nämlich auch gehört, das passt jetzt nämlich gleich als nächstes. Ich glaube, also so wie er das ganze Café da halt präsentiert, er präsentiert das halt nicht als Ort für Spieler, um noch ein bisschen mehr zu spielen. Er präsentiert, ist es mehr so, ja, man kann ausgehen, man kann halt abends tanzen gehen oder man kann abends in eine Disco gehen, das kostet wahrscheinlich $20 Eintritt. Ja. Man kann, ich meine, es gibt so alle möglichen, es gibt in der Nähe auch noch so einen Tischtennisclub und solche Geschichten. Also es gibt halt diese ganzen Möglichkeiten, die man machen kann abends und da ist das wahrscheinlich eine relativ günstige Alternative und halt was anderes. Du darfst das nicht irgendwie als Kaffeebesuch sehen, sondern musst das als Kinobesuch sehen. Wahrscheinlich musst du das von der Seite kommen. Ja, natürlich. Aber du weißt, wie schwierig das in Deutschland manchmal ist,
sowas zu verargumentieren, wenn irgendwas Geld kostet, wo einer Eintritt bezahlen muss. Ich finde, das ist manchmal ganz schön schwierig. Ich sehe das durchaus ein, das ist auch wie ein Kinobesuch oder sowas, da zahle ich auch Eintritt und gucke mir das an. Das sehe ich immer so, oder hätte ich Angst, dass das so der kritische Punkt ist, wo es hier in Deutschland halt manchmal scheitern könnte mit der Finanzierung. Das ist, ja, aber das liegt an der typischen deutschen Geiles-ist-geil-Mentalität und ich glaube, wir versuchen uns ja auch irgendwo alle davon wegzubewegen und es gibt Leute, die sagen, ich glaube, die Zahl der Leute, die das als Problem sieht, sinkt. Ist mein Gefühl. Hoffentlich. Also ja. Würfel und Zucker kostet es 5 Euro pro Person und Tag. Und das oft genug voll. Und ich finde, weißt du, die haben auch wieder nochmal so diesen einen Mehrwert, den ich dann so empfinde. So, sie haben zum Beispiel im Keller auch eine alte Kegelbahn. Kostet 10 Euro pro Stunde. Service. Genau, das ist so normale Kegelbahn-Geschichte und so. Aber weißt du, du kannst auch hingehen und sagen, hier, komm, die haben eine Kegelbahn, wir gehen kegeln. Und dann siehst du dann, das ist für dich was völlig Fremdes, dass du dann auch Leute siehst, die sitzen an den Tischen und spielen irgendwas. Und dadurch werden auch neue mal Leute reingezogen. Das sind so diese Eckpunkte, wo du andere Leute dazu kriegst, so, ach, weißt du was, lass uns mal da hingehen und nicht kegeln und einfach mal ein Spiel spielen. Das dann als Erlebnis dann auch wahrzunehmen. Und dann ist denen, und die sagen dann, ach, guck mal, ich habe den ganzen Abend gespielt, habe dafür eine 5 bezahlt, statt die 10 Euro für die eine Stunde kegeln. Ich mach mal weiter. Anderen Aktivitäten, anstelle von ins Kino zu gehen oder sonst was, geht man halt in diesen Spieleladen. Ja, ist halt gerade die Frage, ob das halt so ein Trend ist, der irgendwie wieder weggeht oder wenn du sagst, dass der jetzt irgendwie oder dass auf dem Kontinent da sich das irgendwie jetzt so sich weiterentwickelt. Wie siehst du das? Also siehst du da irgendwie eine längerfristige Bewegung drin oder? Naja, noch sind wir dabei, würde ich sagen, ne? Ja. Die Blase ist noch nicht geplatzt. Also die ganze Brettspielblase. Nee, das ist sie nicht. Soll ich nochmal weitermachen? Was wahrscheinlich auch noch ein Erfolgsrezept vielleicht von dem Snakes and Lattes ist? Ja, ich glaube, das wird auch ein Problem hier bei vielen anderen Sachen sein, weil das dann meistens wirklich die Nerds und die Geeks selber machen. Denken, oh cool, ich bin selber so gerne Spieler. Ich mache jetzt hier so einen Café auf und keine Geschäftsmänner. Ja, und ich denke, also man muss, also jedenfalls so wie er das gemacht hat, er hat es halt wie ein ganz normales Gastronomieunternehmen aufgezogen, halt mit einem, das viele Spiele hat, ja. Ich hab die Datei genannt, Geeks sind keine Geschäftsführer. Aber das, ganz ehrlich, das hast du auch im Hobbyspielmarkt. Also die Leute, die dann so geekmäßig so Magic, Yu-Gi-Oh! Oder weiß auch immer, Kartenspiel gespielt haben und dann immer gesagt haben, aber mein Hobbystore ist doof oder ich mache das besser oder ich habe einfach Bock, das auch selber zu machen. Und dann halt also angefangen haben, auch so einen Hobbystore zu machen und dann festgestellt haben, das ist gar nicht so einfach. Genau. Also das ist, also ich finde das ganz normal an der Stelle, dass das dann auch so laufen kann. Ja. Nochmal weiter, Mann. Ja. So, und jetzt ist die Frage, warum gibt es sowas in Deutschland nicht? Tja, das weiß ich auch nicht. Aber wir haben noch die Spielwiese, wir haben noch die Triangel. Es gibt, was wir in Deutschland aber noch haben, ist, wir haben halt reguläre Ludotheken. Also ich weiß von einer in Leipzig und ich weiß ja, da gibt es ja noch ein paar mehr. Und wir haben halt wirklich ohne Ende Spieleclubs. Und die, glaube ich... Ja, bedecken das. Ja, aber die sind ja dann schon wieder ein bisschen geekig. Also... Ja. Ich glaube... Was der große Unterschied ist, die Spieleclubs sind dann doch gefühlt und jeder Spieleclub darf sich dann natürlich darf sich melden und in die Kommentare schreiben, wo ich mich täusche. Sie sind dann tatsächlich so ein bisschen unter sich und es ist ja auch schwierig als Spieleclub, der man in irgendeinem geschlossenen Raum in irgendwas ist, wo man sich selber nicht präsentieren kann, wo man keine Werbung außen haben kann, neue Leute anzuwerben, sage ich mal, und zu sagen, hier, Spieleclub kommt auch her und spielt hier. Das hat natürlich sowas wie das Würfel und Zucker, weißt du, was außen eine Präsenz hat, ein Ladenschild, eine Fassade, das hat dann natürlich nochmal einen Vorteil. Und ich glaube deswegen, ich meine, wir kriegen jetzt auch in München das Zamm gewürfelt, wir haben in Freiburg das Freiburg spielt, wir haben dann noch dieses Osnabrett, das Café der Generation. Also das poppt ja überall heraus, weil Leute sagen, das reicht nicht, wir brauchen mehr. Naja, unser Spieleclub in Göttingen, wo ich halt auch immer hingehe, die präsentieren sich jetzt halt oder die organisieren ja halt Stadtland spielt.
da ist jetzt Göttingen relativ gut zugepflastert mit Plakaten. Und ja, da kann man dann halt wahrscheinlich nochmal neue Leute rankriegen. Oder rankriegen, das klingt jetzt auch irgendwie falsch oder sowas. Wenn da jetzt jemand irgendwie interessiert ist, dann kann man sagen, hey, wir spielen jeden Freitag irgendwie hier und da und dort und komm doch auch mal vorbei. Ja, aber das ist halt einmal am Tag. Einmal in der Woche. Also einmal im Jahr, meine ich. Also das ist. Ach so, halt ja, ja. Es gibt auch eine Facebook-Präsenz, aber ja, wie willst du es denn anders machen? Ja. Aber was von diesen ganzen Läden, die du gerade genannt hast, die haben, viele davon haben nämlich auch was benutzt. Ich habe sogar gesehen, ein paar von den Cafés haben versucht, sich Startkapital halt über Kickstarter dafür zu holen. Ich habe jetzt nicht genau verfolgt, inwieweit die da erfolgreich waren, aber es ist schon interessant, wenn man halt an so ein Spielecafé kommt und sagen kann, hey, guck mal, hier ist mein Name an der Wand, weil ich es Kickstartert habe. Ja. Ja, machen wird immer noch gemacht, ne? Wird immer noch gemacht. Ich kriege das tatsächlich seltener inzwischen mit, aber ich kenne zumindest eins in Indianapolis und eins in irgendwo in England. Naja, das Zusammengewürfelt hat auch, ist auch da. Das Zusammengewürfelt ist jetzt auf Startnext. Das Würfel und Zucker hat sich auch über Kickstarter ein bisschen vorfinanziert. Also das ist tatsächlich sinnvoll. Ist es das? Müssen die nicht auf so wirtschaftlich Beinen stehen? Naja, ansonsten würden sie halt zur Bank gehen, ne, und sich das Geld. Ja, okay, ja. Vorfinanzieren. So gehen sie halt an die Community ran. Da finde ich tatsächlich bei aller Liebe jetzt zu spielen über Kickstarter, eigentlich sehr genau das die Idee eines Kickstarters, ne? Zu sagen, hier über die Community finanziere ich mir einen Teil vor und kann dann mein Geschäft machen. Ja. Und nicht als Werbemaschinerie. Also von daher finde ich den Crowdfunding Ansatz an der Stelle, finde ich richtig gut für sowas. Wie gesagt, ansonsten müssten sie halt zur Bank gehen und müssten sich da ihr Geld holen, weil sowas kriegst du ja nicht mal aus dem Ärmel geschüttelt. Immer, alles. Und wahrscheinlich müssen sie dann immer noch zur Bank gehen, auch wenn sie per Crowdfunding den einen oder anderen Euro zusammenbekommen haben. Wahrscheinlich. Gut, wir haben mit dem Hendrik noch über ein Projekt geredet, was 4 Wochen lang bestanden hat. Bis vor circa einem Jahr sagte mir der Name Hendrik Breuer ja erstmal gar nichts, bis du mit deinem ZAB angefangen hattest. Ja, das stimmt. Und vielleicht magst du darüber noch ein bisschen mal erzählen, deine Erfahrungen. Zentrale Anlaufstelle Brettspiele sollte... Es ist bei uns immer, also ich kannte es noch, aber ich war so überrascht, so, ach, das gab es ja nur 4 Wochen. Echt, so kurz? Ja, es waren nur 4 Wochen. Das war so, wer es jetzt nicht kennt, das war... Aber es war auch so angelegt, ne, oder? Nein, er hat gesagt, es war eine Schnapsidee, wo er gesagt hat, er will es mal 4 Wochen ausprobieren, gucken, was passiert. Genau, aber er hatte schon vorher sich diesen Zeitrahmen quasi gesetzt. Genau, gucken, ob das funktioniert, wie viel Zeit man da rein versenken muss. Er meint, es war halt zu viel. Das soll so ein bisschen so ein kuratierter, selbstregulierender Feed von Brettspielzeug, ich nenne es einfach mal Zeug irgendwie, also Zeug aus dem Internet sein, der dort gesammelt wird und dann halt über irgendwie, ja, erst sollte es kuratiert werden. René, du hast ja auch immer noch so eine Idee da, oder hattest da so eine Idee, dass sich sowas dann halt über Likes oder über Daumen rauf, Daumen runter dann selber also das Gute wird nach oben gespült sozusagen, so sollte das halt sein, und aber er meinte, es wurde, war halt zu viel Zeit, die da man da reinstecken musste, und dann hat das wieder eingestellt und dann haben alle geweint. Und jetzt hat man es schon wieder vergessen. Du hattest es vergessen? Ich hab echt nicht mehr dran gedacht. Also jetzt, wo du es erzählt hast, erinnere ich mich, wie er davon erzählt hat und wie ich das damals auch von der Idee total geil fand. Aber ich kann verstehen, dass es echt schwer ist. Und wenn man dann nicht irgendjemanden hat, der das im Hintergrund auch bezahlt, dann ist das wahrscheinlich zu viel Arbeit. Genau, das war halt irgendwie so eine Tumblr-Blog-Geschichte. Also er hat gesagt, er wollte es halt mit Tumblr mal ein bisschen rumprobieren. Und dann, er meinte, es Trick-Track, so wie Trick-Track dann am Ende aussah, also so ein bisschen magazinmäßig, sah das dann auch, halt auch aus. War halt eine nette Sache, aber halt zu viel Arbeit. Es muss alles automatisiert wahrscheinlich passieren irgendwie. Oder Community gesteuert. Wahrscheinlich.
Aber News-Formate oder Magazine, da gab es nämlich auch zwei Sachen ganz neu. Bitte was? Ja, wobei witzig ist, das eine kommt ja wieder, ne? Ja, pst. Genau, es gibt bei YouTube haben jetzt zwei Personen, einmal der Benjamin Türk und einmal der Johannes Jäger der Hunter von Hunter und Kron, die haben jetzt wollen jetzt so ein Brettspielformat, Brettspiel TV oder Brettspiel News oder wie es auch immer denn am Ende heißen wird, jeder unabhängig voneinander und da ist gerade Bewegung drin und wir sind gespannt, wie sich diese beiden Projekte entwickeln werden. Ja, beide wurden wieder eingestellt. Hunter macht wieder seins. Ja, der hat heute eine Folge gemacht, genau 2 Jahre, nachdem er aufgehört hatte. Genau. Ja, also News-Formate sind ja immer sehr zeitfressend. Haben wir auch schon mehrfach gehört jetzt. Also wir machen das ja auch nicht. Und also genau, bewusst haben wir uns dagegen entschieden. Bewusst. Aber halt, ja, News-Formate gibt es ja, also deutschsprachig, das macht ja nur der Christoph bei der Brettspielbox. Also wir haben uns aber nicht bewusst dagegen entschieden, weil es Zeitfressen ist, sondern wir haben uns bewusst dagegen entschieden, weil wir eigentlich möglichst zeitneutral sein wollen. So frei nach dem Motto, wer uns 4 Jahre später noch anhört, soll trotzdem einen Grund haben, uns hören zu wollen, auch wenn die Spiele dann etwas älter sind und auch wenn dann die Messevorschau vielleicht nicht mehr spannend ist. Aber es soll danach trotzdem noch spannend sein, uns zu hören. Und News ist so genau das Gegenteil von dem. Also das ist halt nicht zeitlos. Wir sehen den Podcast halt ein bisschen anders. Also Ja, aber ich meine, dafür gibt es ja jetzt einen neuen Podcast, ganz toll, auch vom Christoph und dem Jürgen, die Brettspielbar. News in der Podcast-Version kriegt. Mehr Konkurrenz oder was? Nein, Kollegen sind das. Das sind Kollegen. Das sind total liebe Menschen. Nehmen uns die Hörer weg. Nein, hier nimmt uns niemand Hörer weg. Die sind alle lieb und wir können uns die Hörer teilen. Nee, ich will gar nicht Angst, dass Ingo und Daniel jetzt irgendeinen Witz da so in ihrer nächsten Sendung dazu machen. Nein, also auf jeden Fall News-Format muss wohl echt. Aber ja, wie gesagt, der Hunter startet ja jetzt wieder und der Fabian, der Spieleleiter, startet ja auch wieder mit seinem News-Format. Ja, mal gucken. Also ich meine, hat er doch gesagt. Ja, wie lange sie durchhalten. Ja, das genau. Darum geht's. Ich verstehe, dass das echt scheiße viel Arbeit ist und ich weiß, dass ich ab und zu halt den Leuten dann auch immer irgendwelche News, die ich spannend finde, zukommen lasse, so frei nach dem Motto, hier, packt das bei euch noch mit rein. Der Christoph ist immer sehr dankbar, aber auch selbst da so denke ich so, boah, also wenn ich das machen müsste, das wäre zu viel. Und ich glaube, da ist es tatsächlich so, spannend wird es halt in dem Moment, wo du halt wählerisch bist. Ich meine, im Englischen, da gibt es halt dieses Board Game Insider von dem Ignacy Cevicek und dem Stephen Banekor von Portal Games und Stronghold Games, die natürlich in erster Linie eine Werbesendung für ihre Verlage haben, aber sie bilden auch ein paar News ab, aber sie sind picky. Sie sagen 3-4 News und dann reden sie halt über die etwas länger, aber das war's dann auch und mehr ist es nicht. Und wenn es mehr News gab, dann wird das im Notfall halt später besprochen, wenn es dann immer noch spannend ist. Ja, News ist halt, ne? Nichts ist älter wie die Zeitung von gestern. Doch, die Zeitung von heute, weil die hat auch nur Nachrichten von gestern. Ja, genau. Aber das war jetzt so, ja, News-Formate schwierig, Brettspiel-Cafés hat sich ein bisschen was getan tatsächlich in Deutschland. Wir brauchen da, wie gesagt, wer unsere letzte Folge noch nicht, also das letzte Special nicht gehört hat, da hat halt Matthias auch mit dem Florian Kumtschier, glaube ich, ein Interview gemacht, die hat jetzt in München ihr Brettspielcafé eröffnen wollen, unbedingt mal reinhören. Genau, das hast du auf dem Korax Pressetag gemacht. Du hattest ja auch auf der Spiel des Jahresverleihung mit der, wie hieß sie, Silke? Nein, heißt sie Silke? Würfel und Zucker, hattest du auch ein Interview gemacht? Würfel und Zucker hatte ich ein Interview gemacht bei der Spiel des Jahresverleihung. Ja, habe ich doch gerade gesagt. Ja. Hast mich nicht zugehört. Nochmal wiederholt, weil du das gerade so Fragen Ja, weil ich den Namen nicht mehr parat habe gerade. Ich glaube, das war Silke. Ja, sage ich doch. Worüber reden wir denn hier? Ja, es hat sie auf jeden Fall da was getan. Du kannst auch Glitzerelfe zu ihr sagen. Ja, könnte ich. Gut, ja. Ja, Hendrik würde ich auch mal gerne wiedersehen, treffen. Muss ich mal irgendwie anschreiben.
Ansonsten war es das. Mehr habe ich nicht. Gut, dann jetzt aber einen schönen Abend noch. Ja, machen wir jetzt Schluss, ne? Genau. Mach Schluss. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das waren die Bretterwisser. Ihr findet diesen Podcast bei iTunes oder auf www.bretterwisser.de.